Liebe Gäste, ich darf euch alle recht herzlich begrüßen hier zu unserem Podiumsdiskussion zur Oberbürgermeisterwahl. Und ich darf auch hier die Gäste von den fünf Parteien, die wir eingeladen haben, begrüßen. Im Einzelnen wird das aber nachher der Klaus-Jürgen Köpfert machen, damit wir keine Doppelungen haben. Ich danke dem Klaus-Jürgen, dass er dieses Podium hier zustande gebracht hat und dass wir als Club Voltaire auch wieder einmal Plattform sein können für einen Diskurs. Wir hoffen, dass das ein Diskurs wird und dass wir nicht an Nebensächlichkeiten entlang diskutieren. Ich sage noch mal ein paar Takte zum Club Voltaire. Also ich bin der Vorsitzende des Club Voltaires, mein Name ist Lothar Reininger. Wir betreiben hier unten die Gastronomie und zwar an 2 bis 3 Tagen in der Woche Veranstaltungen. Und in Räumen im 1. und 2. Stock finden ebenfalls Veranstaltungen statt und Gruppentreffen. Es sind über 40 Gruppen, die sich hier im Club Voltaire regelmäßig treffen. Und der Diskurs zwischen den Gruppen, wenn man abends dann anschließend hier unten ein Bier trinkt, der hat hier schon viele Sachen befördert. Hier sind schon Baugenossenschaften gegründet, waren Städtefreundschaften gegründet worden. Und genau so stellen wir uns den Charakter vom Club vor. Wir hatten im Januar unsere letzte Veranstaltung zum Zyklus 60 Jahre Club Voltaire. Wir sind jetzt im 61. Jahr und ich kann ja voll Freude sagen, dass es uns gelungen ist, eigenständig den Mietvertrag hier für das Gebäude um etliche Jahre zu verlängern, sodass wir weiterhin der Stachel... Ja, und diese Tradition Club Voltaire, die wollen wir gerne aufrechterhalten. Und so wie wir mit 60 Jahren zu dieser Stadt gehört, gehört auch Binding zu der Stadt. Und die Binding-Mitarbeiter, die hier sitzen, möchte ich an der Stelle ganz recht herzlich begrüßen. Wir sind seit 60 Jahren Bindings. Binding. Eine Binding-Kneipe und wir fühlen uns der Binding-Brauerei verbunden und insbesondere wollen wir haben, dass die 150 Arbeitsplätze der Brauerei und natürlich den Hunderten von Arbeitsplätzen, die im Anschluss dann auch über die Wupper gehen, erhalten werden und das Gebiet oben nicht Spekulationsgebiet wird. Und zum Abschluss noch ein Gedanke zum Club Voltaire. Viele verbinden ihn immer mit Studentenclub, total verraucht, miefisch. Das Rauchverbot haben wir schon lange. Die Studenten sind alle schon älter geworden und es war auch so. Und es ist auch so, dass der Club Voltaire von Anfang an immer ganz stark mit der Arbeiterbewegung verbunden war. Das ist bis heute so geblieben. Fast alle bei uns im Vorstand sind immer und immer wieder Personalratsvorsitzende, Betriebsräte und engagierte Gewerkschafter. Und in dem Rahmen ist es für uns ganz natürlich, dass wir mit den Binding-Leuten solidarisch sind. Es gibt Unterschriftslisten, die liegen vorne aus. Und ich hoffe, dass viele das unterschreiben und dass der Kampf um Binding nicht verloren ist. Danke. Jetzt übergebe ich das Wort an den Hans-Jürgen Köpfert und an Klaus-Jürgen Köpfert. Und ja, Lothar, vielen Dank für deine einführenden Worte. Ja, es wird spannend. Es sind nur noch wenige Tage bis zur OB-Wahl. Deswegen haben wir auch ein bisschen gewartet mit unserer Veranstaltung, damit wir relativ dicht dran sind. Wir haben uns vorher ja auch unterhalten und wir haben festgestellt, dass es wirklich ein unheimlich intensiver Wahlkampf ist. Es gibt sehr viele Termine. Auch die sozialen Medien spielen natürlich eine ganz große Rolle. Aber die Frage ist, was ist eigentlich mit den Inhalten? Und wir wollen uns heute Abend mal um die Inhalte kümmern. Wir haben uns vorgenommen 3 Themenblöcke. Und das erste habe ich mal so ein bisschen genannt, die soziale Frage. Das zweite habe ich dann so als ökologische Frage tituliert. Und das dritte ist ein Thema, was mir persönlich, und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, denn bisher ein bisschen zu kurz gekommen ist in diesem Wahlkampf, nämlich die Kultur in Frankfurt. Und wenn ich sage wir, dann heißt das natürlich, dass wir jetzt hier nicht stundenlang alleine hier oben auf dem Podium reden wollen, sondern wir wollen natürlich auch Sie einbeziehen. Das heißt, es wird dann auch bald Gelegenheit geben zu Fragen, Anmerkungen, Protesten, Beifall, ne, für die Kandidatinnen und Kandidaten. Vielleicht nur noch mal eins. Ich meine, der Lothar hat es ja auch schon gesagt.
wir sollten pfleglich miteinander umgehen. Das haben wir auch bis jetzt eigentlich immer im Club Voltaire geschafft, auch wenn wir natürlich naturgemäß nicht immer einer politischen Meinung sind. Aber wir sollten möglichst Angriffe unter der Gürtellinie vermeiden. So. Ja, und jetzt stelle ich Ihnen einfach mal vor, wer gekommen ist. Neben mir sitzt Daniela Mähler-Würzbach, die OB-Kandidatin der Linken. Herzlich willkommen. Neben ihr Mike Josef, der Kandidat der Sozialdemokraten, gleichzeitig auch Planungs- und Wohnungsdezernent. Ganz genau. Und seit einiger Zeit auch Sportdezernent der Stadt Frankfurt. Neben ihm sitzt Janky Pürsün. Der ist auch in vielfacher Funktion mittlerweile tätig. Er ist Landtagsabgeordneter der FDP. Er ist aber auch der Fraktionsvorsitzende der FDP im Römer. Herzlich willkommen. Ja, und dann begrüße ich ganz herzlich eine Frau, die wiedergekommen ist, nachdem sie mal weggegangen war, Manuela Rottmann von den Grünen, die frühere Umweltdezernentin. Viele werden sich noch an sie erinnern. Sie ist dann in Richtung Bundespolitik durchgestartet und jetzt ist sie wieder zurückgekehrt nach Frankfurt. Herzlich willkommen. Und last but not least ein Mann, der seit vielen Jahren, sage ich mal, eine Konstante ist in der Frankfurter Kommunalpolitik. Er war lange Zeit für die CDU im Römer als Fraktionsvorsitzender und vor allen Dingen aber als Stadtkämmerer tätig und ist heute unter anderem der Antisemitismusbeauftragte des Landes Hessen. Herzlich willkommen, Uwe Becker. Ich will mal gleich einsteigen mit der Lage im Wohnungsbau. Sie kennen die Situation in Frankfurt. In kaum einer anderen deutschen Großstadt ist der Wohnungsmangel, der Mangel an bezahlbaren Wohnungen so groß wie hier in Frankfurt. Zugleich aber suchen also viele, viele Menschen händeringend eine Wohnung. Ich habe mir noch mal die Zahlen angeschaut, was insbesondere die Sozialwohnungen angeht. Es sind also beim Amt für Wohnungswesen nicht weniger als 22.832 Haushalte registriert, die eine geförderte Wohnung suchen. Gleichzeitig gelingt es also immer nur sehr wenigen, eine Wohnung zu vermitteln. 1.325 waren es im Jahr 2021. Der Wohnungsbau, der tatsächlich angekurbelt worden ist für eine ganze Zeit lang, ja, der leidet jetzt unter dem Problem, das insgesamt im Bau im Moment zu beobachten ist. Die Preise explodieren, die Rohstoffe werden sehr teuer, vom Beton über Holz, über Stahl etc. Und es hat verschiedene alarmierende Zeichen gegeben. Sie wissen vielleicht, dass die Bundesregierung mal das Ziel ausgegeben hatte, 400.000 neue Wohnungen im Jahr zu bauen. Von dem Ziel hat sie sich jetzt ja, sehr öffentlich mittlerweile verabschiedet. Es werden wahrscheinlich nicht mal 200.000 dabei rauskommen. Ich frage ganz einfach mal, ich fange mal bei Ihnen an oder bei dir, Daniela, wenn du Oberbürgermeisterin wirst, was kann man überhaupt tun in dieser Position? Das ist ja auch immer die Frage, da werden wir heute Abend noch ein paar Mal drauf stoßen. Was kann überhaupt die Oberbürgermeisterin, was kann der Oberbürgermeister in Frankfurt tun nach der hessischen Gemeindeordnung? Aber was kannst du tun, was würdest du tun, um diese Situation zu verbessern? Ja, ich mache mal den Anfang. Wir als Linke haben natürlich den Luxus, dass wir gerade nicht in Regierung in Frankfurt sind und auf die Probleme, auf die Klaus-Jürgen Göpfert gerade hingewiesen hat, immer wieder auch hinweisen und den Finger in die Wunde legen, weil einfach an uns natürlich auch die Problemlagen herangetragen werden. Wahnsinnig viele Menschen in der Stadt, über 10.000 in Übergangsunterkünften, riesig viele Menschen, die auf Wartelisten stehen, riesig viele Menschen, die auf dem Wohnungsmarkt einfach nicht zum Zug kommen, weil sie einfach sagen, es ist zu teuer. Menschen, die mit vielen Menschen in einer Wohnung leben, die sagen, meine Kinder studieren, die würden gerne ausziehen, es geht in dieser Stadt einfach nicht.
Und das ist natürlich ein Riesenproblem in Frankfurt. Das ist auch ein Problem für die Menschen, die wir eigentlich in der Stadt brauchen, dass sie hier arbeiten können, die nicht im Umland wohnen können mit ihren Jobs. Und dafür brauchen wir Lösungen. Jetzt haben wir gerade eine Situation, wo wir viel auch über Baugebiete und Stadtentwicklung sprechen. Wir sind allerdings als Linke ganz klar der Meinung, wir müssen dafür sorgen, dass wir auch im Bestand versuchen, sehr viel stärker einzugreifen, um auch kurzfristige Lösungen für bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wir haben mit der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft, der ABG, da aus unserer Sicht ein mächtiges Instrument. Mit den Tochtergesellschaften hat die ABG insgesamt um die 50.000 Wohnungen in ihrem Bestand. Wenn man dort nicht nur, wie es aktuell ist, jede vierte Wohnung, die frei wird, sozial gefördert weitervermietet, sondern das in einem größeren Prozentsatz aus unserer Sicht dann bei jeder, die frei wird, erstmal eine gewisse Zeit lang tut, könnte man in einem sehr, sehr schnellen Zeitraum wirklich auch umsteuern. Also hier wäre die Aufgabe einer Oberbürgermeisterin ganz klar, sich mit den Planungsdezernenten zusammenzusetzen und eben auch mit der Geschäftsführung der ABG, um ganz klar hier für ein Umsteuern in dieser Geschäftspolitik zu sorgen. Klar ist auch, wir müssen sehr viel stärker noch, als es derzeit der Fall ist, über das Ankaufen von Belegungsrechten sprechen, sodass wir hier auch mehr sozial geförderten Wohnraum tatsächlich als Stadt durch das Ankaufen schaffen können. Und natürlich finde ich auch, dass wir über Leerstand und Büroflächen, die en masse in dieser Stadt bestehen, sprechen müssen. Diese Stadt kann sich keinen Leerstand leisten. Okay. Mike, du hast ja als Wohnungsdezernent versucht, gegenzusteuern. Du bist jetzt ja Dezernent seit 2016 und es ist dir auch ja zum Teil gelungen. Der Wohnungsbau hat insgesamt zugenommen, aber wenn man sich zum Beispiel die Zahlen der Sozialwohnungen anschaut, ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut, 2016 bis 2021 sind 518 Sozialwohnungen gerade mal fertiggestellt worden in Frankfurt. Das ist natürlich eine sehr, sehr geringe Zahl. Was kannst du tun? Was ist überhaupt noch möglich in Zukunft in der Stadt? Was würdest du tun als Oberbürgermeister, um das zu ändern? Na, ich glaube zum einen, die Wohnungsfrage ist tatsächlich in den Großstädten, das ist ja in der ganzen Republik so, die soziale Frage. Die Frage, wer kann sich ein Dach über den Kopf tatsächlich noch leisten? Und ich finde, hier müssen wir tatsächlich über den Neubau reden, aber vor allem auch über die Bestandssicherung. Wir haben, du hast recht, Klaus-Jürgen, und das ist eine immerwährende Aufgabe, wir versuchen, die Anzahl zu halten. Wir haben auch im letzten Jahr zum ersten Mal die Wohnbauförderungsmittel komplett ausgegeben für den geförderten Wohnungsbau, nochmal 30 Millionen draufgesetzt. Das sind jetzt momentan bei 1.000 bis 1.500 Wohnungen, die im Bau sind. Aber wir haben halt zwischen 1990 und 2010 40.000 Sozialwohnungen verloren aus der Bindung. Und ich finde, das gehört schon auch zur Wahrheit dazu. Und die fehlen uns heute. Und deswegen geht es neben der Frage des Neubaus auch um die Bestandssicherung. Und ein wesentlicher Punkt ist, Hamburg macht es, wir müssen über längere Bindungsdauern reden. Es kann nicht sein, dass die Wohnungen im geförderten Wohnungsbau nach 15, 20 Jahren aus der Bindung fallen. Da sind wir im Hamsterrad, da können wir durch die Planungsprozesse machen, was wir wollen. Deswegen will ich, ähnlich wie in Hamburg auch, die haben das gemacht, Wohnungen, die einmal gefördert sind, nicht nur für 15, 20 Jahre, sondern tatsächlich über Jahrzehnte. Sonst kriegen wir das nicht hin. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, Daniel hat es angesprochen, die Umwandlung von Büro in Wohnraum, da müssen die Eigentümerinnen und Eigentümer mitspielen. Wir können da niemanden zwingen. Trotzdem schaffen wir es jährlich, 25% ungefähr über Umwandlung zu realisieren. Aber was wir brauchen, der Mieterbund hat das ja berechnet, wir haben ungefähr 10.000 Wohnungen, die bewusst leer stehen in dieser Stadt. So. Und wir brauchen endlich von Seiten der Landesebene, Bayern hat es, ist ja kein sozialistischer Staat, Hamburg hat es, eine Landesverordnung, um gegen spekulativen Leerstand vorgehen zu können und es verbieten zu können. Das brauchen wir ganz dringend, weil jeder weiß, wie lange wir brauchen, um 200, 300 Wohnungen zu genehmigen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, ich habe den Baulandbeschluss auf den Weg gebracht. 2016 hatten wir 20 Fertigstellungen geförderten Wohnungsbau. Wir hatten im letzten Jahr 600, in diesem Jahr knapp 300. Das ist mühsam, aber es geht um die Frage der Haltung. Es geht um die Frage, dass der Oberbürgermeister, und dafür stehe ich, dass wir die Stadt so gestalten, dass sie bezahlbar wieder wird und bezahlbar bleibt bei einer Stadt, wo 31% der Haushalte unter 2.000 Euro brutto verdienen. Und die gehören auch zu unserer Stadt, die morgens arbeiten gehen und sich bezahlbare Wohnungen am Ende auch leisten müssen. Okay. Herr Pürsün, ich habe es schon angesprochen, Sie sind ja tatsächlich in der Doppelfunktion, Sie sind ja auch im Land als Landtagsabgeordneter tätig. Gibt es da eigentlich eine Chance, dass diese
was Mike Josef gerade angesprochen hat, dass diese Unterstützung, dass dieser Kurswechsel, sage ich mal, dass der kommt? Oder was würden Sie tun als Oberbürgermeister? Also erstmal zur ersten Frage, ich glaube eher nicht, weil im Hessischen Landtag, da ist man ja für das gesamte Land zuständig, die Akzeptanz für Frankfurter Probleme sehr gering ausgestaltet ist. Man ist der Meinung, dass wir unsere Probleme selber lösen müssen oder dass wir Spezialprobleme haben, die wir vielleicht auch selber erst erzeugen. Deswegen, glaube ich, können wir da nicht unbedingt kurzfristig nicht damit rechnen. In diesem Jahr gibt es ja auch eine Landtagswahl, vielleicht ändert sich da was. Der Oberbürgermeister, die Oberbürgermeisterin hat weniger Kompetenzen, als man gemeinhin so denkt, wenn eine neue Wahl ansteht. Der Oberbürgermeister muss mit seinem Wort und mit seiner Idee wirken. Und ich glaube, was in der Zeit, die auf uns zukommt, ist der Wohnungsbau eine ganz entscheidende Frage. Wir werden bei jeder Gelegenheit darauf angesprochen. Es geht um den allgemeinen Wohnungsbedarf, es geht um Azubi-Wohnen, es geht um studentisches Wohnen. Der Bedarf ist unendlich groß. Wir haben sehr viele Pendler, von denen einige gerne in Frankfurt leben würden, um nicht pendeln zu müssen. Und gleichzeitig versprechen die Kandidaten, dass es besser wird. Aber wenn es dann um konkrete Bauprojekte geht, gibt es die eine oder andere Partei, die dann da aussteigt. Und ich finde, da sollte man ehrlich sein. Entweder man ist für den Wohnungsbau, da muss man auch Kompromisse eingehen und viel bauen, oder man ist dagegen. Da muss man aber auch sagen, nein, es gibt Gründe, warum an dieser und jener Stelle nicht gebaut werden kann. Dann wird es aber auch teurer. Also gegen den Bau sein und für günstigere Mieten und für Neubau funktioniert halt nicht. Und ich plädiere dafür, die Gelegenheiten zu nutzen. Da muss man auch Kompromisse eingehen. Da wird etwas vielleicht nicht ganz so groß oder es kommt nicht ganz so schnell. Aber wir müssen mehr entwickeln, wir müssen mehr bauen. Und was den Bestand betrifft, da müssen wir natürlich auch die Lücken anschauen, wo was machen kann. Das muss nachbarschaftsverträglich sein. Wir müssen aber, wenn wir über teures Wohnen reden, dürfen wir uns nicht nur das Grundstück anschauen. Es geht auch um Baukosten. Da gibt es auch die ein oder andere Entscheidung der Politik, die Bauen teurer macht. Und wir müssen natürlich auch mehr Flächen freigeben, weil sonst gibt es einen Wettbewerb um wenige Flächen und dann explodieren die Preise. Und dann wird es einfach teuer und dann gibt es auch keine politische Maßnahme, das zu verhindern. Noch einen letzten Satz. Wir haben ja Wohnungsbauförderung, sowohl des Landes als auch der Stadt, ersten und zweiten Weg. Und da sind wir dabei, dass wir das mal evaluieren. Woran liegt es, dass es Fördermittel gibt, die nicht abgerufen wird? Und müssen wir Kriterien ändern, damit mehr gebaut wird und damit natürlich auch mehr sozial gebaut wird? Das müssen wir auch ehrlich anschauen und gucken, wo die Hemmnisse sind, die abbauen, damit dann mehr gebaut werden kann. Frau Rottmann, die Stadt Frankfurt hatte sich ja mal ein großes Wohnungsbauprojekt vorgenommen vor einigen Jahren. Es sollte ein neuer Stadtteil entstehen, östlich und westlich der Autobahn A5. Es waren da 11.000 Wohnungen geplant für bis zu 30.000 Menschen. Dann ist das Projekt auf Widerstand gestoßen, insbesondere bei den Nachbargemeinden. Und jetzt ist im Moment eigentlich, naja, ein Teil dieses Stadtteils übrig geblieben, der also östlich der Autobahn liegt, auf Frankfurter Gemarkung und der natürlich immer noch ein Potenzial hat, aber natürlich viel weniger Wohnraum in Zukunft bietet. Wenn Sie Oberbürgermeisterin werden, werden Sie diesen Ball nochmal aufgreifen? Werden Sie in Verhandlungen nochmal einsteigen mit dem Umland, mit den Nachbargemeinden? Um dieses Projekt, das ist ja das einzige große Neubauprojekt, sag ich mal, in Frankfurt voranzutreiben? Also auf jeden Fall werde ich mit der Region das Gespräch suchen, weil ich den Eindruck habe, dass da viel Porzellan zerschlagen worden ist. Und wir brauchen einen Blick auf Rhein-Main, der auch die Region einbezieht. Die sind ja unterschiedlich aktiv. Also Jochen Pasch hat es in Darmstadt geschafft, ich meine, 8.000 Wohnungen in den letzten Jahren zu bauen, was viel ist für Darmstadt. Friedrichsdorf ist da vorbildlich. Andere Regionen haben auch so ein bisschen dieses, oder andere Kommunen eher so dieses nicht bei uns. Wir müssen da zusammen drüber reden und diese Grundsatzentscheidung, Frankfurter Bogen entlang der ÖPNV-Achsen, also dort, wo es Nahverkehr gibt, Wohnungen zu entwickeln, die halte ich für sehr richtig und finde es auch gut, dass das Land das voranbringt. Ich will mal der Fairness halber eine Sache sagen, deswegen ich früher immer so ein bisschen geschluckt habe, wenn jemand niedrige Mieten versprochen hat. Das Problem hatten jetzt alle großen Städte, egal von wem sie regiert waren, von der SPD, von der CDU, das ist völlig wurscht, weil wir einfach durch diese niedrigen Zinsen diesen Run ins Betongold hatten. Und der hat ja in Frankfurt auch dazu geführt, dass viel gebaut worden ist. Das ist ja gar nicht das Problem, nur halt das Falsche.
Das habe ich schon vor 10 Jahren gesagt. Also die große Wohn-Ess-Landschaft, die macht da kein Glücklich. Das ist nicht das, was wir brauchen. Also glaube ich, es gibt mittlerweile einen Konsens in der Stadt, dass der Markt es nicht regelt und dass dieser Effekt, naja, dann gibt es teure Wohnungen, dann werden doch billigere Wohnungen frei, nicht funktioniert. Was können wir tun? Ich bin auch dafür, Leerstand zu bekämpfen. Ich bin auch dafür, Büroraum umzuwandeln. Aber auch da haben wir keinen Einfluss auf die Miethöhe, die dann danach genommen wird. Also haben wir 2 Möglichkeiten. Mike Josef sagt, Verlängerung von Bindung. Und da scheitern wir oft bei privaten Eigentümern. Es sind viele Bindungen ausgelaufen, weil es keinen Hebel gibt. Also bleiben uns da die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften. Die sind diejenigen, wo wir eine offensive Bindungspolitik im Bestand machen können. Und es kann gut sein, dass die Investitionstätigkeit sonst ein bisschen abnimmt, jetzt mit der Zinsentwicklung und mit der Baukostenentwicklung. Dann muss man vielleicht auch noch mal gucken, wie man da so differenziert bei der ABG, dass wirklich günstige Wohnungen entstehen zu einem größeren Anteil. Und das Zweite ist neues Bauland. Werde ich da noch mal auf die Region zugehen? Also wir haben meines Wissens nach ist seit 2016 kein Baurecht mehr dazugekommen für ein neues Wohnungsbaugebiet. Wir warten auf das Hilgenfeld, wir warten auf Bonnamies Ost. Ein Teil ist da jetzt in der Mache, aber ein Teil ist auch noch frei. Mhm. Das sollten wir tun. So, und was ich sicher nicht machen werde, weil ich ja die Stimmung mit der Region verbessern will, ist, dass ich jetzt hier beim Klaus-Jürgen Göpfert verkünde, so, und die alte Planung holen wir jetzt wieder aus der Schublade, weil dann kann ich das gleich vergessen, sondern wir müssen mit denen reden, was sie sich vorstellen können. Aber das andere, weil der Baulandbeschluss wirkt ja nur da, wo wir neues Bauland entwickeln. Er wirkt nicht im Bestand, er wirkt nicht im Leerstand, er wirkt nicht bei der Umwandlung von Büroraum, sondern nur dort, wo wir neu bauen. Und er wirkt natürlich nur, wenn wir neues Bauland haben. Und deswegen da loslegen, wo wir es haben. Und ich freue mich darauf, in die Region zu reisen und gemeinsame Interessen zu entwickeln. Das sage ich ganz diplomatisch, aber muss man viel Feingefühl haben. Ja. Okay. Herr Becker, Sie sind ja ein Mann des sozialen Flügels der CDU, also der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft. Hat sie recht? Ist das wirklich Konsens, dass wir also in den geförderten Wohnungsbau investieren? Es gibt ja auch immer noch, es entstehen immer noch neue Einfamilienhäuser. Das ist ein sehr umstrittenes Thema. Ne? Einfamilienhäuser, die wahnsinnig viel Platz fressen, sage ich mal, ökologisch nicht gerade das Wahre sind. Ne? Dagegen steht eben die Forderung nach Geschosswohnungsbau, ja? Nach verdichtetem Wohnungsbau. Wie würde das bei Ihnen aussehen? Also zunächst einmal gehört tatsächlich dazu, dass wir in der Breite aktiv sein müssen. Und ich teile die Einschätzung, dass der Markt im Wohnungsbau nicht alles alleine regelt, weil es bestimmte Segmente, bestimmte Themen geht, die ein Staat und die wir als Stadt in dem Moment anders und klarer im Blick haben müssen, was auch die Situation ganzer Stadtteile, ganzer Siedlungen angeht. Deswegen, um das nicht völlig auszublenden, hat es auch immer eine Politik in dieser Stadt gegeben, uns etwa nicht großflächig von Wohnungsbestand oder schon gar nicht, wie es in anderen Städten ja passiert ist, von Wohnungsgesellschaften zu trennen. Zu wissen, dass wir an einer ABG 54.000 Wohnungen haben und dass es da entsprechend nicht um die Frage von Tafelsilber geht, sondern immer im Blick zu haben, dass es da um die Zukunft ganzer Stadtteile und Stadtquartiere geht. Und ja, mit den Mitteln, die wir einsetzen, müssen wir auch weiter dafür Sorge tragen, dass sozialer Wohnungsbau hinzukommt. Und ich finde es gut, dass im letzten Jahr die Mittel ausgegeben worden sind. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass in den Jahren davor manchmal nur ein Viertel ausgegeben worden ist. Oder in 2021 standen 107 Millionen Euro im Haushalt Wohnungsbauförderung zur Verfügung. 17 Millionen sind geflossen, 90 Millionen sind übertragen worden. Also das ist ein Stück weit ein Indiz dafür, dass praktisch zu wenig geschieht. Und das ist genau mein Punkt, wo ich sage, es hilft nichts, wenn wir die Region hochfahren, Planungskapazitäten sozusagen in die Region planen, wenn wir vor Ort Bebauungspläne hätten, die endlich umgesetzt werden könnten, fertig gemacht werden könnten. Mir hilft nicht eine geplante Wohnung, sondern mir hilft die Wohnung, in die eingezogen werden kann.
Und deswegen bin ich sehr dafür, dass wir eine Stadtentwicklung so machen, dass wir die Stadtteile fortentwickeln. Eschbachtal, Bonnermes Ost ist angesprochen worden. Da ist vor 7 Jahren unter dem früheren Planungsdezernenten die Planung fast sozusagen bis zur B-Plan-Reife vorgedacht worden. Man hätte jetzt die letzten 7 Jahre in Anführungszeichen sogar die Schule schon bauen können. Und das zeigt, dass wir zwischen den Plänen und der Umsetzung einfach auch ein Gap haben. Nicht nur in der Frage, was an Wohnungsbindung ausläuft. Da bin ich sehr dafür. Ich bin auch dafür, dass wir auch mit kommunalen Mitteln etwa und der Wirtschaft zusammen den Kammern ein Azubi-Wohnheim errichten. Also neben dem, was wir an studentischem Wohnen machen, auch gerade im Bereich für Auszubildende hier in dieser Stadt etwas tun, die sich auch noch weniger das Wohnen leisten können mit ihrem geringen Azubi-Gehalt. Und ich glaube, an solchen Dingen, wenn wir da flexibler mit unseren Möglichkeiten umgehen, auch an Stellen, wo wir etwa Erhaltungssatzungen haben, die Aufstockung von Wohngebäuden stärker nutzen können. Das spart uns in Anführungszeichen das Bauland und macht einfaches Bauen leichter möglich, wie wir das in der Platensiedlung in Ginnheim zum Teil zum Beispiel als ein Beispiel haben, aber an anderen Stellen auch. Und insofern glaube ich, flexibler sein, gestalten können, damit auch am Ende wir nicht über Planung reden alleine, sondern über gebaute Wohnungen. Das ist mein Thema. Mike, du hast eben im Kopf geschüttelt, als so der Vorwurf kam, es sind eigentlich zu wenig Wohnungsgebiete entwickelt worden in den letzten Jahren. Du bist ja jetzt zuständig seit 2016. Deswegen ist es ja eine ganz unmittelbare Frage auch an dich. Wenn wir jetzt mal absehen von dem großen Stadtteil, dem erwähnten beidseits der Autobahn, wie ist denn die Entwicklung der Wohngebiete? Ein wesentlicher Satz für mich ist immer, es geht nicht nur um Bauen, 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 sondern es geht schon auch darum, wie bauen wir, wo bauen wir und was bauen wir. Das hat einen ganz einfachen Grund. Der Mietspiegel, es wurde Darmstadt angesprochen, in Darmstadt ist der Mietspiegel in 4 Jahren um 17,7% gestiegen, in Frankfurt um 9,9%. Die Situation ist hier trotzdem sehr schwierig, ich will es nicht kleinreden. Aber stell dir mal vor, wie hoch der Mietspiegel wäre, wenn die ganzen Maßnahmen nicht gemacht hätten. Und wir haben in den letzten 6 Jahren, weil das letzte Jahr noch nicht berücksichtigt ist, über 30.000 Wohnungen genehmigt. Und es wurden über 23.000 Wohnungen gebaut. Aber es geht schon auch darum, deswegen spreche ich es an, der Mietspiegel berücksichtigt vor allem ausschließlich die Wiedervermietung und den Neubau. Und der Neubau ist wesentlich teurer als der Bestand. Deswegen müssen wir auch in die Bestandssicherung und wir müssen auch gucken, was bauen wir neu. Als ich, will nicht um heißen Brei rumreden, nachher auch beim Klima, wir werden uns hier hinsetzen, alle werden sagen, wir müssen bezahlbarer, schneller bauen und so weiter und so fort. Jetzt sage ich es mal ganz konkret. Als wir den Mietenstopp wollten bei der ABG, war die alte Koalition dagegen. Als ich den Baulandbeschluss wollte mit klaren Vorgaben für den geförderten Wohnungsbau und für die Genossenschaften, war vor allem die Verhandlung mit der Union ganz schwierig und haben jetzt auch eine Zurücknahme des Baulandbeschlusses gefordert. Deswegen geht es ja immer darum, was machen wir konkret. Wir haben das ehemalige Mercedes-Benz-Areal Hanauer Landstraße, Aufstellungsbeschluss, Satzungsbeschluss. Schönhofviertel, über 2000 Wohnungen, Sandelmühle, Rebstock-Areal, Platensiedlung 700 Wohnungen, Fritz-Kissel-Siedlung, Aufstockung 150 Wohnungen. Wir werden auch eine Korrektur am Hilgenfeld, da ist baurechtlich alles durch, es können die Bauanträge eingereicht werden. Aber angesichts der gesamtwirtschaftlichen Lage bauen halt momentan die Unternehmen verzerrter. Aber auch dort werden nächsten Jahr 40% geförderte Wohnungen, 15% Genossenschaften entstehen. Aber nochmal, es geht nicht nur um den Neubau, sondern es geht darum, was bauen wir neu. Und jetzt will ich einen Satz sagen, der schon entscheidend ist. Es gab im Bundesrat einen Vorstoß aus Hamburg, die Baunutzungsverordnung so zu ändern, dass dort Vorgaben gemacht werden beim Bau von neuen Wohnungen. Wien hat das. Und es ist gescheitert, weil im Bundesrat es keine Mehrheit gab, unter anderem auch mit einem klaren Nein vom Land Hessen. Und deswegen, finde ich, kann man sich da nicht hinstellen und sagen, wir müssen schneller bauen und geförderten Wohnungsbau schaffen, wenn im Bundesrat eine Initiative aus Hamburg kommt, die genau das vorgeben will, und zwar Vorgaben bundesweit für den geförderten Wohnungsbau, unter anderem die hessische Landesregierung, dagegen stimmt. Okay. Das, finde ich, gehört auch für die gesamte Debatte mit dazu. Was machen wir, wenn es konkret wird? Und da sieht es schon wieder ganz anders aus. Daniela, bleiben wir mal bei dem Punkt. Was werden denn für Wohnungen gebaut? Wenn man sich hier anschaut, den Markt, dann gibt es natürlich in Frankfurt vor allen Dingen einen Markt für Eigentumswohnungen, die sehr teuer sind. Wir stellen immer neue Rekorde auf, 18.000 Euro pro Quadratmeter, 20.000, 24.000 Euro pro Quadratmeter. Es entstehen Wohnhochhäuser mit Eigentumswohnungen, die dann wie so
Inseln ja, in der Stadt liegen, beispielsweise auf dem Gelände des ehemaligen AfE-Turms, nicht? Auf dem alten Uni-Gelände steht so ein Wohnhochhaus oder wenn man auch, da werden wir gleich nochmal drauf kommen, auf das Gelände der ehemaligen Henninger Brauerei schauen, nicht? Da ist ein Hochhaus entstanden, das so ein bisschen an den Henninger Turm erinnern soll, das aber auch natürlich vor allem Luxuswohnungen birgt. Wie kann man denn beeinflussen, wie wirst du beeinflussen können überhaupt, welche Wohnungen gebaut werden, um genau sowas zu verhindern? Das ist ja genau die spannende Frage. Also die Stadt steht ganz, ganz häufig, ist mein Eindruck, und auch die Menschen in den Nachbarschaften so ein bisschen ohnmächtig vor den Bauprojekten, die sie ereilen. Und es ist natürlich so, dass wir bei den Wohntürmen ganz häufig sehen, da wird ganz viel gebaut. Da entsteht Wohnraum. Da entstehen riesige Wohnflächen, aber die kann sich keiner leisten. Die kann sich dann irgendjemand leisten, der häufig nicht so oft da ist, wie wir auch immer wieder feststellen. Aber das ist natürlich nicht das, was den Bedarfen entspricht, die die Menschen haben, ne? Also das trifft überhaupt nicht die Nachfrage, die es tatsächlich gibt. Wir haben so, ne, wenn es tatsächlich so ist, dass wir Bebauungspläne regeln können, haben wir mit Baulandbeschluss und anderen Dingen natürlich Möglichkeiten. Wir haben mit der Milieuschutzsatzung die Möglichkeiten von Vorkaufsrechten und sowas. So ein paar Stellschrauben gibt es. Aber wir müssen ganz ehrlich sagen, man hat in den letzten Jahrzehnten sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene zum Teil ganz bewusst auf den Wohnungsmarkt so dereguliert durch entsprechende Gesetze, dass es halt ein echtes Eldorado auch einfach für das Immobilienkapital geworden ist. Mhm. Und ich sehe es in meiner direkten Nachbarschaft, da ist eine ehemalige Gewerbefläche verkauft worden und dann ist in der Entwicklung noch das Projekt von einem anderen Immobilienfonds gekauft worden. Mittlerweile weiß man gar nicht mehr so richtig, wer ansprechbar ist. Es wird in der Nachbarschaft jetzt gerade entwickelt. Wir haben irrsinnig Stress irgendwie mit Lärm, weil die sich auch nicht so richtig an die Vorgaben halten, irgendwie, wenn nachts und sowas gebaut wird zum Teil noch. Mhm. Und es ist halt etwas, wo wir in den Nachbarschaften, aber auch die Stadtpolitik zum Teil wirklich ein Stück weit ohnmächtig davor steht und sagt, wir haben überhaupt nicht die Instrumente, um dem Herr zu werden. Mhm. Und natürlich kann man versuchen, an der einen oder anderen Stelle mit Investoren zu verhandeln, wenn man weiß, wer das ist und wenn man die kennt und so, und zu sagen, das ist das, was wir eigentlich brauchen. Aber die Praxis ist doch de facto schon die, dass wir eigentlich zu wenig Instrumente haben. Und da müssen wir schon auch von städtischer Ebene ganz massiv an die Landesebene und die Bundesebene gehen, damit wir hier den Markt wieder so regulieren, dass wir tatsächlich wehrhaft werden. Weil wir haben es eben gehört, es sind sich eigentlich alle einig, der Markt regelt es nicht, die Politik muss hier wieder die Zügel in die Hand nehmen. Herr Pürsün, ich greife das nochmal auf, der Markt regelt es nicht. Es gibt ja schon lange diese Forderung zum Beispiel von der Stadt Frankfurt an das Land Hessen, nun endlich wieder so eine Zweckentfremdungsverordnung durchzusetzen, die es also erlaubt, gegen die Zweckentfremdung tatsächlich vorzugehen. Das hat es ja mal gegeben. Dann ist dieses Instrument abgeschafft worden. Genau, es ist unter der Regierung Roland Kochs damals abgeschafft worden. Ist das mit Ihnen als Oberbürgermeister zu machen, dass wir wieder zu so einer, ja, also auch eine Ermittlungstätigkeit zurückkehren, wo es denn wirklich Wohnraumzweckentfremdung gibt? Also abhängig ist es ja vom Land, ob das Land Hessen es einführt oder nicht. Das heißt, man kann es sich wünschen oder fordern, aber einführen kann man es nicht. Also momentan sehe ich das nicht in der aktuellen Lage, dass es eingeführt wird. Aber ich sehe natürlich auch, dass in da, wo viel neu gebaut wird, da auch Menschen, sage ich mal, einziehen, die nicht unbedingt die Wohnung jeden Tag nutzen. Aber es ist ja gesagt worden, wir seien uns da einig, ich sehe das anders mit dem Markt. Also ich sehe auch keine Deregulierung in den letzten Jahren, sodass dem Markt mehr erlaubt wurde, als in der Vergangenheit frei zu entscheiden. Hätte ich gerne mal die Beispiele. Der Markt wird ja eher eingeschränkt und ich sage auch gar nicht, dass der Markt nicht, also dass es keine Regeln geben soll, das wäre ja Anarchie, darum geht es gar nicht. Aber zu sagen, wir haben die Probleme jetzt, weil der Markt freier ist als in der Vergangenheit, entspricht nicht den Tatsachen. Ich denke, gehe eher andersherum. Wir brauchen die Marktteilnehmer, die auch privates Kapital reinstecken und bauen. Und in einer Demokratie ist es selbstverständlich, dass man auch Regeln aufstellt. Und die Regeln sind abhängig davon, was die Politik auch für Prioritäten setzt. Und wenn man die nicht setzt, dann kommt halt was anderes dabei raus.
Und jetzt ist hier eben ja Mike Josef von Uwe Becker kritisiert worden, dass er 2021 die Mittel nicht ausgenutzt hat. Kann ich nur sagen, ja, gut, dass wir einen neuen Magistrat haben, weil der Kämmerer oder der Planungsdezernent hätten es ja 2021 besser machen können. Wir sind Ende 2021 in den Magistrat eingestiegen und unser Anspruch ist es, auch nicht über alles Mögliche zu reden, sondern einfach Fakten zu schaffen und mehr zu bauen. Mhm. Und ich glaube, dass mehr bauen gemäß den Regeln, die wir in dieser Stadt aufstellen, einfach allen nutzt und deswegen sinnvoll ist. Aber bei allen Versprechen, jetzt ist ja auch teilweise gesagt worden, in dem Stadtteil nicht bauen, in dem Stadtteil nicht bauen, den nicht entwickeln und so weiter, dann wird halt am Ende weniger gebaut, egal was versprochen wird. Und wir wollen uns daran messen, dass wir schauen, was hindert den Bau und was müssen wir ändern, damit in Frankfurt mehr gebaut werden kann. Daran wollen wir uns messen und ich glaube, das ist einzig effektiver in dieser Stadt, was der Wohnungsbau ermöglicht. Und das wird dann regulierend auf die Mieten einwirken. Frau Rottmann, wenn Sie Oberbürgermeisterin werden, können die Menschen das von Ihnen erwarten, dass Sie dann so ein Instrument aufgreifen, dass Sie auch diese Forderung ans Land aufgreifen, zum Beispiel was die Wohnraumzweckentfremdungsverordnung angeht, da endlich wieder zu einem gesetzmäßigen Vorgehen zu kommen? Also ich habe gerade gestern den Vizeministerpräsidenten Tarek Al-Wazir da in die Pflicht genommen. Wir sind uns da völlig einig. Wir sind uns da völlig einig. Aber ich sage es nochmal, das bedeutet nur, dass Leerstand nicht mehr möglich ist. Das bedeutet nicht, dass da drin keine Luxuswohnung entstehen kann. Also das, worum es uns geht, ja. Andere Grundrisse, auch praktikable Grundrisse für Familien mit mehreren Kindern, ja, was ein großer Mangel ist in Frankfurt. Oder kleine Geschosswohnungen für die Auszubildenden, für Berufsanfänger. Das können wir damit nicht zwingend durchsetzen. Ich verstehe, also mir geht es genauso, dass ich Leerstand unmöglich finde und dass das, also ich auch ökonomisch nicht verstehe. Aber es ist nicht so zielgenau, wie wenn wir ein neues Baugebiet entwickeln und sagen können, hey, da sind 30% geförderter Wohnraum oder 40 oder 50, das ist dann erstmal egal, wie viel Prozent von, also auch 90% von null Baugebiet sind halt null geförderte Wohnungen. Vielleicht noch ein Gedanke, es geht auch darum, die Nebenkosten im Blick zu behalten, denn es kann gut sein, dass wir auf den Immobilienmärkten eine Dämpfung erleben. Also momentan heißt es ja, in Frankfurt steigen die Mieten nicht mehr. Ich glaube, dass das eher darauf zurückzuführen ist, dass wir kein neues Angebot haben und die Leute deswegen nicht mehr umziehen können. Und sozusagen im Mietspiegel sind ja die Neuvermietungen maßgeblich. Aber bei den Kosten für die fossilen Energien können wir ziemlich sicher sein, dass die weiter steigen werden oder nicht mehr auf das Niveau zurückkehren, wie wir es gewöhnt sind. Und das heißt, die Nebenkosten zu reduzieren, wird ein weiteres Element sein. Und der dritte Punkt ist, es wurde ja immer diskutiert, ist Passivhaus nicht zu teuer und so, sollen wir das nicht lassen und billiger bauen. Wir haben aber andere Möglichkeiten, um günstiger zu bauen. Also die Tiefgaragenwut der letzten Jahrzehnte, die zahlen wir ab in den nächsten Jahrzehnten. Selbst wenn wir uns alle für die Verkehrswende entscheiden, diese Tiefgaragen sind gebaut und alle Mieterinnen und Mieter zahlen sie mit ab. Und das sollten wir bei Neuentwicklungen definitiv vermeiden. Herr Becker, ich frage es mal ganz dezidiert. Frau Rottmann hat es gerade gesagt, die Tiefgaragenwut, das ist ja ein Thema. In den Tiefgaragen stehen ja Autos. Und es gibt ja schon lange in Frankfurt die Überlegung, halt für den ersten tatsächlich autofreien Stadtteil, ja, den hat es schon modellhaft schon vor 10 Jahren gegeben, aber er ist nie gebaut worden. Wird er mit Ihnen gebaut? Also ich würde gar nicht so weit gehen zu sagen, wir hätten den noch gar nicht, wenn Sie sich einmal den Ben-Gurion-Ring vornehmen. Der ist in seiner inneren, ja Moment mal, der ist in seiner kompletten inneren Struktur als autofrei geplant, weil er sozusagen eine durchzogene Straße hat, im Übrigen sozusagen autofrei. Aber wir müssen natürlich auch, da müssen wir uns auch ehrlich machen, wenn wir jetzt über Stadtteile reden, reden wir ja nicht sozusagen über Nachverdichtung im Innenbereich, sondern im Außenbereich fragen. So, und dann müssen wir genauso ehrlich diskutieren, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Menschen in größerer Zahl, wenn wir über einen Stadtteil oder Stadtteilstrukturen reden, reden wir über mehrere hundert oder über auch 1000 Wohnungen. Und dann sich vorzustellen sozusagen, dass da kein Mensch mit dem Auto unterwegs ist oder sich nicht nah bezogen auf das Autofahren
auch konzentriert. Das glaube ich einfach nicht. Deswegen, wir reden über die Frage, wie kommen wir zu autoärmeren Strukturen? Wie schaffen wir das Angebot im öffentlichen Nahverkehr? Wie bauen wir die Dinge aus? Aber zu sagen, wir realisieren außenliegend einen autofreien Stadtteil, Entschuldigung, wer davon spricht, glaube ich, der belügt sich ein Stück weit selbst oder die Menschen oder geht an der Realität der Menschen vorbei, die auf jeden Fall sich ein Auto nehmen. Aber ich würde gerne noch mal auf das Thema auch eingehen, welche staatlichen Strukturen, welche staatlichen Instrumente braucht es? Ja, ich glaube schon, ich sagte das ja auch, der Markt schafft nicht alles und reguliert auch nicht alles. Und wir müssen auch in unseren großstädtischen Herausforderungen manchmal andere Antworten geben, als sie vielleicht auf dem Land möglich sind. Also auch die Frage, wie begrenze ich sozusagen auch das Thema, was Sie eben angesprochen haben, in der Frage der falschen Nutzung oder des Leerstandes. Auch da glaube ich, dass wir natürlich Instrumente brauchen. Wir müssen nur darauf achten, dass wir nicht sozusagen, gerade wenn wir jetzt über viel auch was Homeoffice und Arbeiten von zu Hause angeht, am Ende nicht dem hinterhersteigen, der in Anführungszeichen ein Zimmer als Büro nutzt. Also auch die Frage, worauf konzentriere ich mich? Da bin ich sehr dafür, dass wir uns auf die tatsächlichen Probleme dann auch konzentrieren, aber nicht ein Überregulieren sozusagen an Stellen, wo ich auch Flexibilität einfach im Arbeiten inzwischen auch zu Hause habe. Und da gab es ja durchaus Fälle, wo man sich zum Teil gestritten hat, ob sozusagen das Büro in der Wohnung jetzt sozusagen Wohnraumzweckentfremdung ist, in Anführungszeichen oder nicht. Also Maß und Augenmaß auch da. Und dann, glaube ich, ist auch eine Verhandlung mit dem Land an so einer Stelle fruchtbar. Ich mache mal einen kleinen inhaltlichen Sprung, weil zur sozialen Frage ja auch die Frage der Arbeitsplätze gehört. Und wir haben heute Abend hier Beschäftigte der Binding-Brauerei. Viele hier im Saal in Club Voltaire kennen das Thema ja schon, was uns seit Monaten umtreibt. Die Binding-Brauerei, die ja eine große Tradition hat in Frankfurt, soll in diesem Jahr im Herbst geschlossen werden. Und es gibt eine breite Bewegung dagegen. Es gibt ein Bürgerkomitee. Aber es stellt sich natürlich auch an die Politik die Frage und an die künftigen Stadtoberhäupter die Frage, ja, was können Sie überhaupt noch für Binding tun? Ich bleibe einfach bei Ihnen, Herr Becker. Sie sind ja jetzt schon ein paar Mal auch aufgetreten. Ich erinnere mich an eine Diskussion, die wir gehabt haben im Gewerkschaftshaus, als Sie ja auch aufs Podium kamen und was über Binding gesagt haben. Was können Sie tun als Oberbürgermeister? Also ich stelle mal ganz voran, Binding muss bleiben. Und mir war manchmal zu schnell schon die Debatte darüber, ob die Grundstücke noch Industrieflächen oder Gewerbeflächen, also bleiben. Also relativ schnell, nachdem das Thema aufkam, habe ich schon gelesen, wer sich dazu äußert, dass das gewerbliche Fläche bleiben soll, Industriefläche bleiben soll, wo gedanklich eigentlich schon der Haken hinter Binding gesetzt war. Und so weit möchte ich im Moment nicht gehen. Ich glaube, es hat ein solcher Konzern, der ja auch in den letzten Jahren dafür gesorgt hat, dass bestimmte Kapazitäten in Deutschland gewandert sind, auch eine Verantwortung für einen solchen Standort wie Frankfurt am Main. Und auch ein Konzern unter der Oetker-Familie, glaube ich, hat umso mehr eine Verantwortung. Und es lassen sich erstmal, bevor man sozusagen in der einen oder anderen Richtung entscheidet, glaube ich, über kluge Konzepte sprechen. Und das ist ja das, was im Moment versucht wird zu entwickeln. Kluge Konzepte in der Frage, haben wir eine Chance? Und die Frage kam an anderer Stelle auf mich zu, ob ich mir etwa vorstellen könnte, dass auch die Stadt Frankfurt dann in ein solches Modell einsteigt. Und ich sage, wir sind an so vielen Formen von Engagements beteiligt, von einer Messe, einem Flughafen und auch ein paar in Anführungszeichen exotischere Beteiligungen. Wenn es ein kluges Konzept gibt, was zukunftsfähig ist und was diesen Standort von Binding schützen würde, dann könnte ich mir grundhaft auch vorstellen, dass sich eine Stadt wie Frankfurt in ein solches Konzept einbringt. Und das Land Hessen hat das bei der Frage höchster Porzellan jetzt für sich sozusagen vorgenommen. Warum soll sich nicht eine Stadt wie Frankfurt bei einer eigenen Traditionsmarke wie der Binding anschauen, dass sie vielleicht, wenn das Konzept stimmt, nicht selbst dann auch bei solch einer Lösung dabei ist. Und dafür werbe ich. Und deswegen bin ich sehr dabei, auch wenn die Möglichkeit gegeben ist, auch als Oberbürgermeister gemeinsam mit den Beteiligten zu schauen, wie wir Binding hier in Frankfurt halten und nicht schon über die Vermarktung des Geländes oder die andere Ausweisung als Gewerbe- oder Industriefläche reden, sondern jetzt geht es, solange es Binding gibt, um die Zukunft von Binding. Und das ist mein Anspruch. Ja. Frau Rottmann, Uwe Becker hat es schon angesprochen. Es hat jetzt gerade das Beispiel gegeben eines anderen Traditionsunternehmens, sage ich mal, höchster Porzellanmanufaktur. Das Land ist eingestiegen
hat das Unternehmen jetzt zumindest zunächst mal gerettet. Ist für Sie sowas denkbar auch, so wie Uwe Becker es auch sagt, wenn ein kluges Konzept vorliegt, dann beteiligt sich auch die Stadt daran und Sie als Oberbürgermeisterin werden da federführend sein oder wie schätzen Sie das ein? Also ich halte das, was der Radeberger Konzern vorhat mit Binding, für eine unternehmerische Fehlentscheidung. Ich glaube, das wird, also der Standort ist ja nicht unwirtschaftlich, das ist ja überhaupt nicht unser Problem, wir trinken auch nicht zu wenig Bier, sondern ich glaube, die Motivationslage ist eine andere und solche Fehlentscheidungen gibt es immer wieder. Also dass Bayer Monsanto gekauft hat, war irgendwie auch keine kluge Entscheidung. Also mir kommt es darauf an, hier keine Versprechungen zu machen, die Wahlkampfversprechungen sind. Und ich habe da ein schales Gefühl, weil ich auch an sowas wie Holzmann-Rettung denke. Die Älteren unter uns, die wenigen Älteren unter uns erinnern sich da noch dran. Und mit sowas macht man auch Vertrauen kaputt. Ich bin vorsichtig zu sagen, eine Kommune kann eine unternehmerische Fehlentscheidung rückgängig machen und ich bin auch vorsichtig bei einer Erwartung, dass wir einem Konzern, der so etwas tut, auf dem Rücken der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer öffentliches Geld in den Rachen werfen für ein Grundstück, was wahnsinnig teuer ist. Ich glaube, dafür gibt es Verständnis hier. Aber wenn es das von Uwe Becker sozusagen favorisierte oder für möglich gehaltene Modell gibt, wo man nicht sagt, am Ende ist es Radeberger, die sich da die Taschen voll stopfen, dann bin ich die Letzte, die da Nein sagt. Am liebsten wäre es mir, wenn auf dem Gelände weiter gebraut wird, vielleicht sogar mit mehr Kreativität, als man das im Rahmen eines Konzerns machen kann. Das wäre super. Ich durfte jetzt ein Jahr lang Preise an Brauereien verleihen. Das ist eine total tolle Branche mit auch tollen jungen Leuten, die danach kommen. Das ist einfach auch ein richtig guter Beruf. Ja? Das macht richtig Spaß, auch mit Leuten, die in der Branche arbeiten, zusammenzuarbeiten. Und die Frage wäre, wie können wir das da sichern? Herr Pürsün, da gibt es ja jetzt wirklich eine gewisse Bewegung auf einmal. Ja? Wie ist es mit Ihnen? Ja? Wäre sowas eine tragbare Lösung aus Ihrer Sicht? Also die Kommune beteiligt sich an so eine GmbH? Nee, glaube ich nicht. Also wir haben jetzt OB-Wahlkampf und da wird man ja eingeladen, viel zu versprechen. Ich versuche mich aus diesem Überbietungswettbewerb rauszuhalten. Mhm. Die Kommune ist nicht der bessere Unternehmer. Und es ist ja schon die Gefahr angesprochen worden, dass man im Prinzip dann nur Geld gibt, um einer anderen Unternehmung dann Gefallen tut, aber nicht unbedingt den Arbeitsplätzen und dem Erhalt des Standortes. Ich bin Niederrheder. Als Niederrheder ist man in Sachsenhausen immer eng verbunden, das ist ganz klar. Ich habe immer die allergrößte Sympathie, wenn ich an den Kesseln da vorbeikomme und das sehe. Ich wünsche mir, dass es erhalten bleibt. Aber wir sollten als Politik keine Versprechen machen, die unrealistisch sind. Und eine städtische Beteiligung ist unrealistisch, unter anderem, weil der Eigentümer gar nichts anbietet in dieser Hinsicht. Der Eigentümer hört mit, sage ich mal. Es wird ja hier auch gestreamt. Und wenn man der Meinung ist, dass der Eigentümer falsche Entscheidungen fällt, dann sollte man das hier nicht im Stream sagen. Es gibt vertrauliche Gespräche zwischen der Politik, dem Magistrat und den Eigentümer. Und ich glaube, das Letzte, was man da möchte, ist öffentlich so beschimpft zu werden. Ich baue sehr stark darauf, dass Gewerkschaft und Betriebsrat da im Gespräch sind und hoffentlich noch was wenden können. Das würde ich mir sehr wünschen. Aber dass die Stadt einsteigt und künftig Bier braut, halte ich für unrealistisch. Und den Punkt, den ich an verschiedenen Stellen gesagt habe, da müssen wir halt auch mehr Binding trinken. Und wenn ich gucke in der Stadt Frankfurt, wo wird denn da was angeboten? Also wo wird was nachgefragt und angeboten? Da müssen wir uns als Stadt die Frage stellen, ob wir zu unseren lokalen Marken eigentlich ausreichend auch Bindung haben und ausreichend unterstützen. Das wäre ein Punkt, den man in der Vergangenheit sicherlich vernachlässigt hat und den man heute einsteigen müsste. Ja, okay. Mike, der Betriebsrat arbeitet ja derzeit auch an einem... Okay, gut. Also das wollen wir jetzt natürlich nicht blockieren, ja?
Ja, hoffentlich ist die Beteiligung des Landes mehr als nur ein Binding. Ja, aber okay, gut. Wir haben ja den Betriebsratsvorsitzenden hier. Herzlich willkommen, Christian Schübniewski. Und wir haben ja auch andere, wir haben ja auch andere Mitglieder des Betriebsrats hier. Was könntest du dir vorstellen, Mike? Was kannst du als Oberbürgermeister tatsächlich noch tun, damit es eine tragfähige Lösung für Binding gibt? Ich glaube, dass bei Binding das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Ich habe bei Karstadt als Planungsdezernent auch mit der Belegschaft geredet und mit Verdi damals. Und da stand auch eine Schließung kurz vor der Entscheidung. Und auch wenn es jetzt erstmal 5 Jahre sind, wir haben es zumindest geschafft, die Belegschaft um 5 Jahre weiterhin aufzustellen. Was, finde ich, ganz wichtig ist, weil es auch Hoffnung gibt. Und ich habe im Übrigen, weil es nicht nur darum geht, was mache ich als Oberbürgermeister, was machen wir zukünftig. Ich habe nicht nur mit der Belegschaft geredet, mit Radeberger, ich habe auch im Übrigen direkt Oetker angerufen. In Bielefeld, um einfach auch mal zu erfahren, was da die Entscheidungsgrundlagen sind. Ohne das jetzt näher zu vertiefen. Aber natürlich ist die Wahrheit auch, dass es natürlich ums Grundstück geht. Um die Frage der höheren Auswertung des Grundstücks. Und deswegen ist es nicht eine Banalität, deutlich zu machen, dass wir nicht willens sind, egal welche Planungen Radeberger hat, dieses Grundstück umzuwidmen, beispielsweise für den Wohnungsbau. Das ist mit uns nicht zu machen und das ist das erste wichtige Zeichen, das wir auch in Richtung Radeberger und der Belegschaft geben. Und es ist keine Selbstverständlichkeit, wenn man sich anschaut, wie vorher bei Henninger entschieden worden ist. Und der zweite Punkt ist, wir sind bei der Höchster Porzellanmanufaktur, auch damals bin ich Aufsichtsratsvorsitzender KIG gewesen, in Gesprächen mit dem Land gewesen. Und wenn man ernsthaft gewillt ist, einzusteigen, in welcher Form auch immer, dann geht es tatsächlich auch, und da hat die Belegschaft ja selbst Vorschläge gemacht, und dafür bin ich sehr dankbar, lieber Christian, wie man beispielsweise auch neue Produktionswege, neue Vertriebsmöglichkeiten findet, auch beispielsweise ergänzende Nutzung zu dem, was da ist, und da gibt es durchaus die Bereitschaft. Ich fand es im Übrigen im Nachhinein auch falsch, dass wir bei den Wasserhäuschen sehr schnell gekündigt haben, das war kein gutes Zeichen in Richtung Radeberger. So. Es geht darum, wie finden wir neue Vertriebs- und Vermarktungsmöglichkeiten, und wenn wir da zusätzliche Produktionen finden, und es gibt eine gute Idee, und da bin ich schon auch bei Manuela Rottmann, ich finde, man sollte jetzt nicht Erwartungshaltung wecken, die man am Ende eventuell auch enttäuscht, sondern realistisch rangehen. Realistisch ist, und da bin ich dankbar, dass wir uns, glaube ich, hier komplett einig sind, wir werden diese Fläche anders als bei Henninger nicht umwidmen. Und das sage ich in aller Deutlichkeit. Da bin ich bereit, auch in die Auseinandersetzung mit Radeberger zu gehen und das eher leer stehen zu lassen, als dass ich daraus Wohnungsbau mache. Okay. Und der zweite Punkt, letzter Satz, Klaus-Jürgen. Mhm. Wenn wir bereit sind und das Land auch bereit sind, lieber Uwe Becker, und da würde ich mir, das würde ich schon auch nochmal sagen, ich weiß, dass du dich einsetzt, aber ich finde, es ist doch das Mindeste, dann lässt das Land auch mal Gespräche, ich weiß nicht, Christian, ob es schon erfolgt ist, Gespräche führt mit Radeberger und mit der Belegschaft. Da war weder der Wirtschaftsminister da, der hat gesagt, kann man nichts machen, der dynamische Tariq Al-Wazir. Nein, es ist, Jürgen, lass mich mal kurz aussprechen. Okay. Und wir gemeinsam ein Konzept finden, wo wir zusätzliche Produktionsmöglichkeiten schaffen, Vertriebsmöglichkeiten, und Land und Stadt sagen, das ist tragfähig, dann wird niemand, der hier vorne sitzt, als Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin Nein sagen, um Binding am Ende zu retten, weil hier geht es um eine über 150-jährige Tradition. Verflucht nochmal, hier geht es um 150 Familien, die vor Ort okay. bleiben müssen. Daniela, die Linken sind ja im Landtag vertreten wie im Römer. Ist das ein gangbarer Weg, tatsächlich auch vielleicht an so eine Beteiligung zu denken, an eine öffentliche Beteiligung, sage ich jetzt mal? Könnte ja auch eine Beteiligung des Landes sein, beispielsweise, an einer solchen Gesellschaft. Also unsere Landtagsfraktion hat den Antrag auch schon eingebracht im Landtag. Also so ist es nicht. Also wir haben da schon Vorstöße gewagt. Ist jetzt als Opposition natürlich immer so eine Sache, dass das nicht immer so die Unterstützung findet, wie man uns das wünschen würde. Aber natürlich ist es eine total relevante, realistische Möglichkeit, die man auch gehen könnte. Also wir haben auch Staatsweingüter in Hessen. Warum nicht auch eine Brauerei, die man entsprechend unterstützt? Also die Möglichkeit ist zumindest was, was man durchdenken sollte und was nicht sofort vom Tisch gewischt werden sollte. Klar müssen wir aber auch ehrlich sein,
klein an der Stelle, ne, wenn wir über die höchste Porzellanmanufaktur sprechen. Das ging um 7 Stellen, davon sind jetzt 3,5 gefördert worden irgendwie weiter. Also das ist jetzt nicht die Größe, über die, wenn wir das so vergleichen Dimension, von der Dimension her, wie wir das bei Binding haben. Ne? Also das sind ganz, ganz andere Dimensionen. Und was ich schon total wichtig finde, ist, dass wir politisch geschlossen in der Stadtgesellschaft gegenüber der Geschäftsführung von Binding, der Radeberger Gruppe und Oetker auftreten. Und ich habe mich sehr darüber geärgert, dass wir gerade auch in der Stadtverordnetenversammlung, und da muss man leider die CDU-Fraktion anzählen, da irgendwie schon Planungen hatten. Wenn das kein, denken wir mal über die Verkehrsplanung irgendwie rund um das Binding-Gelände nach und sonst was. Ich habe genau an dem Tag, wo das auch im Ausschuss dann, ein paar Tage nachdem ich ein Gespräch mit Fraktionskollegen von mir bei der Geschäftsführung von Binding hatte, im Ausschuss diskutiert, und die Geschäftsführung war völlig irritiert davon, was da diese Stadtpolitik gerade macht. Also ganz unabhängig von der Kritik an den unternehmerischen Entscheidungen und dass wir ganz klar gesagt haben, dass wir uns für den Erhalt der Arbeitsplätze einsetzen, nehmen die halt irgendwie so ein seltsames Rauschen von unkoordinierten Vorschlägen irgendwie aus der Stadtpolitik wahr, was eben überhaupt nicht hilft. Und ich glaube, was wir klar deutlich machen müssen, ist, es gibt eine starke Welle der Solidarität mit den Kolleginnen und Kollegen bei Binding. Es ist überhaupt nicht okay, dass man sich hier gegen den Frankfurter Standort entscheidet. Und wir müssen klar auch machen, und zwar an der Seite der Beschäftigten, dass wir uns für den Erhalt der Arbeitsplätze einsetzen. Und die Kollegen machen fantastische Aktionen. Gestern auf dem Rosenmontagsumzug, wenn ich am 18.03. soll ein Bus zu Oetker nach Bielefeld fahren. Können wir alle mitfahren? Ich fahre mit. Mal gucken, wer noch mitkommt. Gut, okay. Ich mache jetzt mal einen inhaltlichen Sprung und komme mal zum zweiten Thema, was ich vorhin so schön die ökologische Frage genannt habe. Ich habe mir jetzt in der Vorbereitung des Abends noch mal ein paar Zahlen angeschaut. 2022 war in Frankfurt am Main das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das war irgendwann 1877 oder so. Es hat im vergangenen Jahr tatsächlich 37 Tage in Frankfurt gegeben mit 30 und mehr Grad. Im langjährigen Durchschnitt sind es 9 Tage gewesen. Also die Diskrepanz 37 Tage, 9 Tage. Die sogenannten Sommertage, das sind also Tage mit 25 Grad und mehr, da hatten wir im vergangenen Jahr sage und schreibe 95 Tage. Das langjährige Mittel liegt bei 42. Das heißt, man sieht da sehr deutlich, und das ist ja jetzt nur eine Spitze der Entwicklung der vergangenen Jahre, und Frankfurt ist natürlich auch nur ein Beispiel, auch für andere Großstädte in Deutschland, dass da gewaltig etwas in Bewegung gekommen ist. Es liegen ja eine ganze Reihe von Vorschlägen auch auf dem Tisch, was wir machen müssen, um so eine Stadt wie Frankfurt am Main, immerhin die fünftgrößte deutsche Stadt, zukünftig ja besser aufzustellen, um dem Klimawandel begegnen zu können. Ich frage Sie ganz direkt, Herr Becker, wenn Sie Oberbürgermeister sind, was werden die ersten praktischen Maßnahmen sein, die Sie anleiern werden? Also ich möchte dafür sorgen, dass Frankfurt insgesamt jetzt, wenn ich sage grüner wird, dann meine ich jetzt nicht politisch, sondern grüner, was den Bestand an Bäumen etwa angeht. Das heißt, wenn wir alleine hier vorne schauen, uns den Rathenauplatz anschauen mit der Verlängerung Goetheplatz und dann wieder auf Rossmarkt blicken, da ist viel sozusagen viel graue Wüste. Das heißt, wir brauchen in der Stadt, da ist unten eine Tiefgarage drunter, aber ich glaube, selbst dann haben wir eine Chance sozusagen, dass wir die Stadt stärker auch grün gestalten mit Bäumen, mit auch der Entsiegelung von Flächen, was sozusagen dem Klima ein Stück weit sozusagen im Kleinklima hilft. Aber der große Blick richtet sich natürlich auf die Frage, und das schließt natürlich dann auch an solche Themen, wie bebauen wir Frankfurt und die Region. Deswegen bin ich sehr dagegen, dass wir um Frankfurt herum das, was Kaltluftentstehung berührt, das, was Taunuswinde angeht, von vornherein zubauen und anschließend sozusagen die grünen Bänke in die Stadt stellen. Beides muss miteinander funktionieren können. Deswegen auch vorhin zu der Diskussion mein Nein etwas zu dem Thema Josefstadt. Wenn wir darüber hinausgehen, brauchen wir die Frage, wie verwenden wir das Thema Wasser, Brauchwasser? Das heißt, auch wenn wir das Thema Entsiegelung haben, wie halten wir Wasser in der Stadt? Wie sorgen wir aber auch bei Neubauten dafür,
dass von vornherein das Thema auch Nutzung von Brauchwasser gegenüber dem Trinkwasser stärker kommt. Wir haben mit dem Thema Trinkwasser das Thema mit dem Vogelsberg, dem Hessischen Ried. Wir müssen insgesamt schauen, dass wir bei der Frage der energetischen Ertüchtigung der Gebäude vorankommen. Und ich möchte sehr klar dafür sorgen, dass ab 2030 im Ziel die Frankfurterinnen und Frankfurter ihren Strom nur noch aus erneuerbaren Quellen bekommen. Das heißt Photovoltaik auf alle Dächer, wo das möglich ist, wo sich das Eigentümer selbst alleine in Anführungszeichen nicht zutrauen oder leisten können, dass auch da die Stadt hilft, auch zusammenführen im Quartier beispielsweise, auch mit Bürgerbeteiligungsmodellen, die funktionieren können. Ich möchte, dass wenn wir nach Darmstadt schauen, dort beginnt der Oberrheingraben südlich, dass wir diese große Tiefenheizung, die es dort gibt, gemeinsam mit den großen Energieunternehmen, die es ja in der Region gibt, auch nutzen, entweder zur Energieerzeugung vor Ort oder eben auch das Thema Geothermie hier in Frankfurt, wo das im Bereich der Oberflächengeothermie funktioniert. Hilgenfeld ist ein Beispiel dafür. Andere Themen gehen auch. Also einen großen Blumenstrauß mit dafür nutzen, dass wir insgesamt an der Stelle in unseren klimapolitischen Zielen, die ja beschlossen sind, auch vorankommen. Frau Rottmann, Sie waren ja die Frankfurter Umweltdezernentin. Als Sie damals im Amt waren, hat die, ja, das Problem sich noch nicht so drängend gestellt. Aber trotzdem gibt es ja Fragen, die uns seit Jahrzehnten, sage ich mal, begleiten, über die ich zum Beispiel auch als Journalist über Jahrzehnte geschrieben habe. Ich denke mal beispielsweise die Verkehrsberuhigung der Mainuferstraßen. Nicht? So ein Thema, das ist mindestens 30 Jahre alt, ja, und ein früherer Frankfurter Umweltdezernent Lutz Sikorski, der leider nicht mehr lebt, hat damals den ersten Vorstoß gemacht zu einer zumindest mal über den Sommer andauernden Stilllegung der nördlichen Mainuferstraße. Wenn Sie jetzt Oberbürgermeisterin sind, werden Sie so einen Punkt wieder aufgreifen und vorantreiben? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wo fange ich an? Also die Klimaprognosen, die ich damals als Umweltdezernentin erstellt habe für Frankfurt, da habe ich, glaube ich, damals schon gesagt, es macht überhaupt keinen Spaß, Cassandra zu sein, ja, und immer die schlechte Stimmung zu verbreiten. Aber die sind übertroffen von der Realität. Und Punkt 1... Na, so würde ich es nicht sagen. Passivhaus in Höchstem eröffnet. Herr Reininger, Sie waren dabei. Aber Punkt 1 ist, ohne Klimaschutz können wir uns nicht anpassen an das, was kommt. Das muss uns klar sein. Also wir können nicht sagen, naja, dann machen wir hier ein bisschen grün und damit fangen wir das auf. Das ist ausgeschlossen. Wir sind da wirklich in einer extremen Situation. Punkt 2, ohne klare Entscheidungen, zum Beispiel was wir mit unseren Flächen machen, kriegen wir nicht mehr Grün und mehr Versickerungsflächen in die Stadt. Und das heißt, wir müssen Parkflächen wegnehmen, weil ich nicht weiß, wo wir das sonst hinbauen sollen, das Grün. Du kannst natürlich Dachflächen und man kann Wandflächen begrünen, aber wir haben ja eine Stadt, die durch die Tiefgaragen auch mittlerweile schon fast bis ins zweite Kellergeschoss bebaut ist, was die Aufnahmefähigkeit von Wasser hier in der Stadt nicht verbessert. Also wir müssen uns da entscheiden. Das ist alles gar nicht schlimm. Der Herr Göpfert sagt Stilllegung von Straßen. Ich würde es ja gar nicht sagen, weil auf Straßen, wo es weniger oder keinen Autoverkehr gibt, da entsteht das Leben erst. Sie sind ja nicht still, es werden ja keine Friedhöfe, sondern im Gegenteil, da entsteht Gastronomie, da fahren die Leute Fahrrad, da lernen die Kinder vielleicht Rollschuh laufen, wenn es gut läuft. Es geht nicht darum, das Auto auszuschließen. Es wird weiter eine Rolle spielen. Aber Schluss muss sein mit der autogerechten Stadt, die alles andere, alle anderen Mobilitätsbedürfnisse und auch das Bedürfnis nach Grün in der Stadt am Auto ausrichtet. Und deswegen nördlich ist Mainufer, dafür gibt es einen guten Plan und ich halte den für umsetzbar. Wir sollten es machen. Mhm. Herr Pürsün, werden Sie der Oberbürgermeister sein, der dann die stillgelegte nördliche Mainuferstraße einweiht mit einem großen Volksfest? Und es gibt ja dann, Frau Rottmann hat es ja angesprochen, in der Tat, das sind ja keine Totenstraßen, das haben wir ja auch schon erlebt. Man kann ja da alles Mögliche machen auf dieser ehemaligen Fläche.
Und natürlich muss sie dann auch nicht mehr aus Asphalt bestehen. Also Sie meinen wahrscheinlich die dauerhafte Sperrung. Genau. So, also als Oberbürgermeister werde ich natürlich solche Gelegenheiten nutzen, um Leben in die Stadt zu bringen. Momentan wird ja das Mainufer nicht dauerhaft gesperrt. Und da ist es ja auch sinnvoll, wenn man das Mainufer sperrt, dass man auch da eine sinnvolle, attraktive Nutzung dort ermöglicht und einfach nicht nur das Autofahren unterbindet. Als Oberbürgermeister möchte ich das Gesamtverkehrskonzept vorantreiben, weil davon abhängig ist, wie der Verkehr in der Stadt insgesamt geregelt wird und auch, ob das nördliche Mainufer dauerhaft gesperrt werden kann. Denn wir können nicht Verkehr verlagern von einem, also von der Innenstadt nach Sachsenhausen beispielsweise, und dann andere Teile der Stadt mehr mit Verkehr belasten. Wichtig ist, dass der Verkehr fließt und möglichst auch keine Umwege fahren muss. Dann ist es auch umweltfreundlicher. Insgesamt müssen wir natürlich eine Verkehrspolitik machen, dass weniger Auto gefahren wird und mehr auf den öffentlichen Personenverkehr umgestiegen wird. Da wird das 49-Euro-Ticket eine sehr wichtige Rolle spielen. Aber ohne Gesamtverkehrskonzept sehe ich nicht, wie es da weitergehen kann, ohne dass an anderen Teilen der Stadt die Akzeptanz für solche Sperrungen und solche Maßnahmen wegfällt. Aber ich würde zur Umweltpolitik noch mal gerne was sagen. Bitte. Und zwar, ich hatte ja vorhin gesagt, ich beteilige mich nicht an dem Überbietungswettbewerb. Und bei der Umweltpolitik ist es so, dass die Stadtverordnetenversammlung jetzt in der neuen Koalition anderthalb Jahre sehr viel beschlossen hat in der Klima- und Umweltpolitik. Jüngst haben wir uns aufgemacht beim Thema Photovoltaik. Wir werden uns dem Thema Wasser und Brauchwasser widmen. Wir haben ein neues Klimareferat. Wir wollen einen Beirat gründen. Uns ist auch nochmal das Thema Kreislaufwirtschaft sehr wichtig. Es kann nicht sein, dass wir wichtige Ressourcen verbrennen und nicht ökologisch wieder nutzen. Also gibt es ganz viele Maßnahmen, es gibt auch ganz viele Ideen. Wir müssen es halt auch umsetzen. Und als Oberbürgermeister stelle ich mir die Frage, in den letzten Jahrzehnten, warum ist da eigentlich so wenig erreicht worden? Nichts gemacht worden ist natürlich falsch, aber warum ist da so wenig erreicht worden? Und wir können uns das nicht leisten, dass wir nicht die effektivsten Maßnahmen ergreifen, weil jede Maßnahme kostet auch Geld. Das Geld ist auch endlich. Also müssen wir erstmal die Maßnahmen ergreifen, die für das Klima am meisten bringen. Es muss am Ende auch bezahlbar sein. Und schwierig finde ich es natürlich auch, wenn wir vorher beim Thema Soziales sagen, mehr bauen, beim Thema Klima dann sagen, ja, eigentlich kann man nicht bauen. Und da müssen wir halt auch ehrlich sein, okay, in welche Richtung es gehen soll. Ich glaube, wir müssen Wohnungsbau mit Klima verbinden, denn da, wo wir neu bauen, können wir viel klimaneutraler bauen als im Bestand. Mike, ich bin so in der Vorbereitung des Abends noch mal so ein bisschen in die Geschichte eingestiegen. Das mache ich immer, okay. Tatsächlich die ersten Überlegungen für eine autofreie Innenstadt in Frankfurt kommen vom SPD-geführten Magistrat in den 70er Jahren. Damals hat man ganz radikal gedacht, nicht? Man hat gesagt, genau, richtig, Rudi Arndt und einige Verkehrsplaner waren da federführend beteiligt. Man hat sich also vorgestellt, man macht große Parkplätze, etwa in Höhe des Anlagenrings, wo die Leute ihr Auto stehen lassen können und dann laufen sie zu Fuß weiter in die Innenstadt oder sie steigen eben auf öffentliche Verkehrsmittel um. Wenn man sich das jetzt heute anschaut, mehr als, ja, man kann sagen 50 Jahre später, sind wir ja immer noch sehr weit davon entfernt. Es gibt einen ewigen Kampf zum Beispiel um die Berliner Straße. Ja, soll sie jetzt mal mit einer Verkehrsspur weniger oder vielleicht mit einer Fahrradspur? Es gab sogar mal Überlegungen, die Berliner Straße zu untertunneln und sie komplett zu schließen, etc. etc. Warum ist das eigentlich alles nicht passiert? Könnte ich es mir jetzt leicht machen, sagen, musste meine Vorgänger fragen. Aber ich glaube, das mit dem Tunnel, um vielleicht eine Erklärung zu finden. Es ist schon die Frage, nimmst du ganz große Projekte quasi in Sicht, die eventuell von der Realisierung Jahrzehnte brauchen, viel kosten und Debatten führen von Legislaturperiode zu Legislaturperiode und am Ende des Ergebnisses passiert gar nichts. Und guck mal, wir haben seit 2006 Beschlusslagen, da waren wir ja alle und sind alle in der Pflicht. Alle Liegenschaften der Stadt Photovoltaikanlagen. Das mit den Genossenschaften und Baugruppen beim Baulandbeschluss, weißt du, wie ich das überhaupt durchgesetzt habe?
weil wir seit 2005/2006 dort auch eine Beschlusslage haben, dass auf städtischen Flächen Genossenschaften und Baugruppen entwickeln sollen. Es hat halt nie jemand umgesetzt oder so gut wie nicht umgesetzt. Dann habe ich einfach diesen Beschluss hochgeholt und gesagt, ich mache es jetzt. Das hat Schwarz-Grün beschlossen, genau, aber Papier ist geduldig, umgesetzt wurde es halt nicht. Und deswegen geht es schon um die Frage, es zu machen. Ja. Es geht im Kern darum, und das glaube ich schon, es geht, wenn wir über CO2 reden, einmal um die Gebäudewirtschaft, dass wir die so sanieren, dass wir weniger CO2 verbrauchen, aber gleichzeitig am Ende die Mieterinnen und Mieter nicht verdrängt werden durch zu hohe Mietkosten. Und der andere Punkt ist natürlich das Auto. Da geht es um die Frage der Elektrifizierung. Wir wollen bis 2025 80% unserer Busflotte von der VGF soweit elektrifiziert haben. Aber es geht auch schon darum, da bin ich schon der Meinung, es werden natürlich bestimmte Berufsgruppen, es werden auch in Richtung Parkhäuser die Autos in die Innenstädte fahren. Aber straßenbegleitende Parkplätze werden zugunsten des öffentlichen Raums entwickelt werden, weil bei der Frage der Elektrifizierung der Autos geht es nicht nur um den CO2-Ausstoß, sondern wie gehen wir mit dem öffentlichen Raum um. Okay. Und dafür haben wir jetzt ein Stück weit auch die Radwege der letzten Jahre. Es ist nicht so, dass gar nichts passiert ist. Und wir haben jetzt eine Freiflächensatzung zusammen mit der Umweltdezernentin verabschiedet, dass bei Umbauten Flächen begrünt werden müssen, Fassadenbegrünung, Dachbegrünung, Versickerungsflächen. Und es geht am Ende auch darum, dass wir Klimaanpassung schaffen, das heißt Plätze, Fassaden, Dächer, Straßenbahnen begrünen, aber auch ganz plump, ganz banal, helle Fassaden, also helle Bodenbelege, okay, die quasi reflektieren und Klimaanpassungsstrategien zulassen, um auf die heißen Sommer vorbereitet zu werden. Aber am Ende geht es darum, Klaus-Jürgen, dass wir es machen, dass wir die Weichen stellen und quasi nicht nur darüber reden, welche Ziele wir verfolgen wollen und am Ende gemeinsam feststellen, dass sie doch nicht realisiert wollen. Es geht ums Machen. Die Grundlagen mit Mitteln und Entscheidungen und Papiere, die verabschiedet worden sind, haben wir in der Stadtverordnetenversammlung. Daniela, es geht ums Machen. Was sind aus Sicht der Linken die ersten Sofortmaßnahmen, die angepackt werden müssen? Machen ist der richtige Punkt. Ne? Wir haben hier Lothar Reininger, der einen dieser Solar-PV auf alle Dächer Anträgen irgendwie zu seinen Zeiten im Römer damals mitgeschrieben hat. Also, wir haben richtig viel Zeit ist ins Land gegangen, wo einfach viel zu wenig passiert ist. Main-Kai ist ein gutes Stichwort. Jeden Sommer, wo wir jetzt den Main-Kai bespielen, kostet es 250.000 Euro, die wir gerne aus meiner Sicht in den Umbau von Straßenraum auch investieren sollten an der Stelle und nicht nur für 6 Wochen irgendwie Spaß auf dem Main-Kai. Also das sind auch so Sachen, wo ich mir einfach mich ärgere, dass wir nicht in die Umsetzung kommen. Ich verstehe, dass man sagt, ja, wir wollen alle mitnehmen und wir müssen hier nochmal evaluieren. Das hat aber ganz viel damit zu tun, dass man sich sorgt vor den Konflikten und zwar nicht unbedingt, dass man es nicht kommuniziert in die Stadtgesellschaft, sondern dass man es auch unter den Koalitionspartnern an der Stelle irgendwie nicht durchkriegt. Mhm. Und ich glaube, wir müssen sehr viel besser darin werden, den Menschen klarzumachen, wie viel man gewinnt, wenn man den Straßenraum neu umverteilt. Dass wir über mehr Spieldruck statt Parkdruck reden, dass die Kinder mehr Raum kriegen, dass wir über mehr Grün tatsächlich reden, aber es muss dann auch erlebbar werden. Und in diesen Momenten, wo wir nur sagen, es wird halt mal kurz gesperrt und dann gucken wir mal, wie das wird, funktioniert das nicht, sondern muss gleich umgestalten. Mhm. Wir haben eine total lebendige Diskussion zum Beispiel in Bockenheim, wo sich gerade Menschen dafür einsetzen, dass man tatsächlich rund um die Leipziger Straße tatsächlich über Superblocks spricht, also da tatsächlich etwas großräumiger darüber nachdenkt, welche Straßen macht man wie autofrei und versucht hier auch nochmal ein anderes Zusammenleben zu ermöglichen. Autofreier Innenstand haben wir angesprochen, ganz, ganz großes Thema. Wir müssen aber auch an die großen Bretter dran, wir müssen über den Autobahnausbau rund um Frankfurt sprechen. Mhm. Ne? Okay. Und wir müssen auch darüber nachdenken, dass solche Dinge wie Einzelfahrscheine teurer zu machen, während wir über geteilte Mobilität reden, die wir ganz dringend brauchen, einfach echt kein gutes Signal sind in diesen Zeiten. Frau Rottmann, ist das richtig auch, dass es einfach auch an der Umsetzung hakt? Es kommt jetzt immer wieder das Stichwort, wir müssen es auch machen. Ja, das ist ein bisschen Widerspruch, weil dann heißt es wieder, wir müssen drüber sprechen und dann ist ja die entscheidende Frage, was machen wir denn drüber sprechen? Also wir sprechen, sprechen, sprechen. Also die gute Nachricht ist, der CO2-Ausstoß in Frankfurt sinkt pro Kopf. Wir sind auf einem guten Weg und wir sind auch in vielen Punkten weitergegangen als andere Städte, die das bereuen. Hamburg zum Beispiel hat viele, viele Wohnungen gebaut in den letzten Jahren, aber nicht nach dem besten energetischen Standard. Und deswegen würde ich sagen, diese
Ein Problem ist auch diese Ja-Aber-Haltung zum Klimaschutz. Die hat uns 30 Jahre gekostet. Wenn man sagt, ja, Klimaschutz, aber Mieterschutz, dann sage ich, ungedämmte Wohnungen mit hohen Nebenkosten, die sind ein soziales Problem in den nächsten Jahren, weil die Leute es im Sommer nicht mehr aushalten und im Winter die Rechnung nicht mehr bezahlen können. Das heißt, es gibt kein Ja-Aber. Und das heißt, und da war ja nun wirklich auch viel Zeit, ja, das heißt, dass wir nicht mehr über dieses Ja-Aber reden müssen, sondern wie bringen wir die Dinge zusammen und wie kriegen wir Tempo hin? Das bedeutet hingucken, was ist denn das Hindernis? Warum sind noch nicht auf allen Dächern PV-Anlagen? Warum sind noch nicht in allen Kellern Batteriespeicher? Warum haben wir noch kein Konzept, was Mieterschutz und Klimaschutz verknüpft? Und das bedeutet, wir größerer Maßstab, quartiersmäßig vorgehen, die auch den privaten Eigentümern Angebote machen, weil die haben oft Angst, die sagen, ich stelle nicht ein Gerüst für eine PV-Anlage, ist viel zu teuer, das rentiert sich gar nicht. Also lass uns straßenzugsweise vorgehen. Wir waren immer gut in Frankfurt, schneller zu sein oder nach vorne zu denken. Zum Beispiel dieses Programm, das die Caritas in Frankfurt damals mit uns entwickelt hat, also Energiesparberatung für Haushalte mit Transfereinkommen. Das ist mittlerweile in über 60 Städten übernommen in Deutschland. Okay. Aber da ist nichts Neues mehr gekommen in den letzten Jahren. Mike, wir sind zusammen durch die Stadt gezogen, du als Planungsdezernent, ich als Journalist, auf der Spur des neuen Innenstadtkonzepts damals. Ne? Es wurde ein neues Innenstadtkonzept vorgestellt, wo alles Mögliche versprochen wurde. Also es verschwinden in der Innenstadt alle möglichen Parkplätze beispielsweise, Parkplätze rund um den Römer, wo man heute noch kostenlos sein Auto abstellen kann. Wenn man jetzt sich die Umgebung anschaut, kann man das immer noch. Ja? Und wir sind zusammen durch die Breite Gasse gezogen damals, wo es auch darum ging, Dauerparkplätze wegzunehmen. Die gibt es aber immer noch. Also ist das nicht auch ein Beispiel dafür, ich greife das einfach nochmal auf, warum geht es so langsam? Gibt es so große Widerstände oder woran liegt es? Nein, ich glaube schon, dass man die ganze Stadt im Blick haben muss und deswegen will ich einen Punkt schon nochmal anders justieren. Natürlich geht es bei der Frage Klimaschutz auch darum zu sagen, dass nochmal 31% der Haushalte verdienen 2000 Euro brutto. Im Übrigen, die machen in der Regel mehr fürs Klima, weil die nicht die Möglichkeiten haben, so stark zu verreisen mit dem Flieger beispielsweise und fahren nicht die großen Autos. Das will ich hier nochmal an der Stelle erwähnen. Also ich finde schon, es geht am Ende auch um Akzeptanz. Natürlich geht es auch um Akzeptanz. Und ich finde, der Klimaschutz ist ganz wesentlich. Die Frage der Nachhaltigkeit, bin ich bei Frau Ortmann zu viel Zeit verloren. Das widerspreche ich gar nicht. Aber wenn am Ende nach einer Modernisierung im Gebäude die Erstmiete so stark steigt, dass sie über die Zweitmiete gar nicht mehr reinkommt, dann verlieren wir diese Akzeptanz und Klimaschutz ist mit das Wesentlichste überhaupt. Aber es darf nicht zum Elitenprojekt werden. Und deswegen ist die Frage der Akzeptanz so wesentlich, weil wir dann genau darüber diskutieren, können wir Sachen machen, gibt es dafür quasi Akzeptanzen vor Ort. Und deswegen möchte ich es schon nochmal ansprechen, auch bei der Frage des ÖPNVs, wenn wir uns alle einig sind, Ausbau von Bus und Bahn, bezahlbare ÖPNV, dann muss der ÖPNV aber auch bezahlbar sein. So, und das sind, meine ich, die Widersprüche, die natürlich dazu führen, dass wir politische Debatten führen. Und wir haben in der Innenstadt, um deine Frage auch zu beantworten, es gibt natürlich rund um die Weißadlergasse, es gibt beispielsweise vorm Picknick da, wo das Walden ist, sehr tolle Projekte, wo auch aus Österling jetzt auch Stefan Mayer verkehrsberuhigte Räume geschaffen hat für mehr Fläche, für Gastronomen, Einzelhändlerinnen, Einzelhändler, die auch einen Mehrwert geschaffen haben, weil wir nicht nur weniger Autos haben, sondern weil es um die Frage der Attraktivität des öffentlichen Raums geht. Es geht ja nicht darum, Autos zu verbannen, sondern es geht darum, schau die Paris an, die haben entlang der Seine 2 Kilometer zugemacht, es geht darum, auch den öffentlichen Raum zu attraktivieren. Und deswegen bleibe ich dabei, wir haben durchaus mit den Radwegen, wir haben bestimmte Plätze vernünftig gestaltet, da müssen wir schneller werden. Aber am Ende geht es auch darum, die Akzeptanz dafür zu schaffen und ich bleibe dabei, Autos gehören in die Parkhäuser, gerne auch in der Innenstadt und der öffentliche Raum, darüber haben wir noch gar nicht geredet, gehört beispielsweise auch den Fußgängerinnen und Fußgängern.
die gehören auch dazu. Breitere Fußgängerwege, mehr Zebrastreifen, wieder bessere Ampelschaltung, damit quasi in einer Berliner Straße habe ich schon Probleme, die Grünphase zu überqueren. Auch die Fußgängerinnen und Fußgänger brauchen mehr und besseren öffentlichen Raum in unserer Stadt. Ja. Die Berliner Straße ist vielleicht die kürzeste Grünphase Deutschlands, nicht? Gefolgt muss ich jetzt mal sagen, weil ich da wohne, von der Eschersheimer Landstraße, ja, so, ne? Also sind, glaube ich, 8 Sekunden oder so, ja. Aber Herr Becker, Sie haben das ja jetzt auch mal bei Veranstaltungen gesagt, Sie sagen das auch auf Ihren Plakaten, Sie wollen ja abstimmen lassen auch über bestimmte einzelne Maßnahmen, gerade im Verkehrsbereich. Sie wollen ja das sozusagen in einen Bürgerentscheid entführen. Also ich habe als erstes gesagt, dass meine Erwartung ist, falls mich die Menschen zum Oberbürgermeister wählen sollten, dann mit dem Magistrat und mit der Koalition gemeinsam zu einer Politik zu kommen, die auf Mobilität für alle setzt. Im Moment, und das ist jetzt umgekehrt, ich bin dafür, dass wir den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Wir brauchen einen S-Bahn-Ring um Frankfurt rum. Wir brauchen Verlängerungen von U-Bahnen, ob es die U4 ist, von Genheim rüber, also beziehungsweise von der Bockenheimer Warte nach Genheim, und dass wir auch gleich die Universität anschließen, weil es sinnvoll ist, wenn man schon dort vorbeifährt, das alles zu tun. Ich bin auch dafür, dass wir die Radwege, Sie müssen mir schon zugestehen, dass ich meine Position formuliere, wir müssen auch dafür sorgen, dass die Radschnellwege, die aus der Region nach Frankfurt kommen, auch vernünftig nach Frankfurt reingeführt werden. Aber das, was ich im Moment erlebe, ist schon eine völlig umgekehrte Blickrichtung, nämlich indem man erstmal sagt, die Autos müssen raus. So, und wenn ich Menschen habe, die auch nicht einfach mit dem Fahrrad oder der Bahn ihre Einkäufe machen können, und damit meine ich jetzt nicht nur ältere Menschen, sondern auch andere, die das nicht mal ebenso tun können. Wenn ich die ambulanten Pflegedienste habe, die mit einer Viertelstunde häufig unterwegs sind, um ihre Herrschaften zu pflegen, die jetzt, selbst wenn sie es wollten, keinen Parkplatz finden, dann muss man sich schon überlegen, ob man sozusagen das Pferd nicht von hinten aufzäunt und jetzt erstmal sagt, die Autos müssen weg, aber noch längst nicht da ist, eine Alternative zu haben. Und jetzt nehme ich doch den Tunnel nochmal auf, weil ich will ein Beispiel benennen. Lutz Sikorski ist angesprochen geworden als damaliger Verkehrsdezernent. Ich hatte ja mit ihm 2001 bis 2006 im damaligen Vierer beide als Fraktionsvorsitzende die Verantwortung. Mhm. Und was wir damals umgesetzt haben, war die Sperrung der Hauptwache. Ein Projekt, was innerhalb der CDU massivst umstritten war, was in der IHK massivst umstritten war. Aber was wir damals anders gemacht haben als jetzt beim Mainufer, wo man alle halbe Jahr mal 4 Betonklötze hinstellt und dann wieder auf, wieder zumacht. Wir haben damals gesagt, um all die Aspekte vernünftig zu verbinden und nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern wirklich etwas Gutes für Frankfurt, verändern wir komplett die Verkehrsführung, drehen vom Eschenheimer Turm rum in Richtung der Hauptwache. Wir haben die Abfahrtsrichtung Biebergasse, Börsenstraße rübergelenkt, am Rossmarkt herum anders, von der Neuen Mainzer schon anders, das Letzte davon. Und am Ende auch die Parkplätze, die notwendig sind, damit für den Einzelhandel die Menschen auch nach Frankfurt kommen und nicht ins Main-Taunus-Zentrum mit realisiert. Und das ist eine vernünftige Form. Und deswegen Sperren alleine, ohne sich über die Frage Gedanken zu machen, wie finden dann die Autos anschließend ihren Weg, wenn man sagt, wir machen es Mainufer zu, dann lieber, und jetzt komme ich zum Tunnel, das ist ja kein Hexenwerk, wenn wir die Straße heute tiefer legen, oben drüber zumachen. Wenn wir das nördliche Mainufer sowieso anders gestalten wollen, dann müssen wir das auch gesamtstädtisch tun. Und dann wäre es klüger zu sagen, dann legen wir doch den Verkehr oben drüber tiefer, machen einen Deckel drauf und dann können wir das gesamte nördliche Mainufer komplett fußgängerfreundlich, fahrradfreundlich umgestalten und auch die Altstadt ein Stück an den Main führen. Und das ist eine Vorstellung, die nicht ganz so provinziell ist, wie immer nur 4 Betonklötze mal ein halbes Jahr hin und dann anschließend wieder wegzuräumen. Frau Rottmann. Es tut mir leid, Sie schüttelt den Kopf, ja. Es tut mir leid, dass ich schon wieder das Wort ergreife, aber das Thema Klimaschutz ist das, was mich in die Politik getrieben hat. Und ich finde, wir haben jetzt 2 Beispiele dafür gehört, warum es so lange dauert. Das eine ist es mit der Akzeptanz. Was genommen wird als Schutzschild. Und ja, wenn die Leute dagegen sind, dann lasse ich es halt doch bleiben. Aber die Frage, ob das eine Generation nach uns noch akzeptiert, was wir heute machen, die müssen wir uns auch stellen. Und wir können nicht immer sagen, ah ja, da gibt es jetzt jemanden, der ist nicht einverstanden und deswegen lassen wir es bleiben. Das ist ein Grund dafür, dass wir zu langsam sind. Und der zweite Grund, also ich will es mal so sagen, Barcelona geht den Weg, Paris geht den Weg.
Wien geht den Weg. Und zwar ohne, dass sie vorher erst einen Tunnel bauen. Wir wissen noch, wie lange es dauert, einen Tunnel zu bauen. Wir wollen bis 2035 klimaneutral werden. Gut, also ich mache jetzt einfach an der Stelle nochmal einen Schnitt, auch wenn es ein harter Schnitt ist. Und weil ich zum letzten Thema kommen will, nämlich der Kultur. Ich habe vorhin schon... Ja, ich muss das kurz erklären, aber Mike Josef musste tatsächlich noch zu einem anderen Termin. Deswegen ist er jetzt so davon gestürzt. Aber wir haben uns trotzdem gefreut, dass er überhaupt gekommen ist. Ja, der Hut. Okay, ich lasse jetzt mal einfach den Hut umgehen, weil natürlich der Club Voltaire sich ja auch finanzieren muss. Und er muss auch so einen Abend finanzieren und er muss überhaupt seinen Betrieb finanzieren. Und deswegen, ja, ich kann ja mal den Hut hier übers Podium rumgehen lassen. Ne? Dann werden wir sehen, was passiert. Ne? Jetzt gibt es natürlich einen großen sozialen Druck. Ja? Sehr schön. Ja? Also gut. Okay. Aber dafür hätte ich gerne ein Bier, bitte. Das ist so ein faires Tauschgeschäft, glaube ich. Ja. Also ich komme aber jetzt wirklich mal, ich habe vor einiger Zeit mal geschrieben, dass das mit der Kultur in Frankfurt im Moment in der Kommunalpolitik so ist wie mit dem berühmten weißen Elefanten. Ja? Es steht so ein weißer Elefant im Raum, er ist sehr groß, er ist sehr weiß. Alle sehen ihn, aber keiner spricht über ihn. Und in der Kultur gibt es immerhin das größte Bauprojekt, das also im Moment von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden ist, mit Abstand das größte Bauprojekt, nämlich ein Neubau der städtischen Bühnen. Und wir wissen also jetzt schon seit einem Gutachten, das schon vor einigen Jahren vorgelegt worden ist, das also mehrere Modelle durchgespielt hat, nicht nur einen Neubau, sondern auch eine Sanierung. Und das zum Ergebnis kam, dass beides ungefähr knapp 900 Millionen Euro kosten würde. Und seitdem hat man eigentlich von diesem Projekt nicht mehr so richtig viel gehört. Es gibt also bis heute überhaupt keine Entscheidung darüber, wo denn zum Beispiel dieser Neubau entstehen könnte. Und ich würde jetzt einfach mal die Gelegenheit nutzen, die künftigen Stadtoberhäupter mal zu fragen, wie halten Sie es denn mit dem Neubau der städtischen Bühnen, Herr Becker, wenn Sie Oberbürgermeister werden? Ist das ein Projekt, was Sie dann noch weiter vorantreiben werden? Auch ein Projekt für 900 Millionen Euro? Ja, und ich sage ganz bewusst, dass mich im Moment auch sehr stark stört, dass eigentlich Kulturpolitik so gut wie nicht stattfindet. Ich halte das einfach mal fest. Ich nehme nicht wahr, also wir reden über viele Themen, zu Recht über Umwelt, Nachhaltigkeit, Verkehrspolitik und. Aber in der Stadtpolitik nehme ich seit Monaten Kulturpolitik überhaupt nicht mehr wahr. Jetzt auf die Schnelle, zufällig 14 Tage vor einer Wahl, kommt nochmal ein Chefgespräch zum Thema Kulturcampus. Ein anderes großes Ausrufezeichen der Kulturpolitik. Man hat vorher lange über das Thema Kinder- und Jugendtheater gesprochen, da ist Funkstille, die Frage der freien Szene, die sich Sorgen macht, auch nach Corona und mit all dem, was an Problemen da ist, zu Energiefragen. Also Kulturpolitik ist im Moment Stillstand, sage ich jetzt mal. So, das Gleiche gilt bei dem Thema Bühnen, ja, und natürlich machen einem erstmal diese großen Zahlen Sorgen, wie soll man das stemmen? Aber wenn morgen sozusagen die Drehbühne nicht mehr läuft, wenn übermorgen irgendwann doch plötzlich der Brandschutz sagt, jetzt funktioniert aus irgendeinem Grund etwas nicht, so, dann ist das Geschrei groß, wenn es heißt, Oper und Schauspiel sind jetzt mal zu. So, deswegen können wir dieses Thema nicht immer weiter nach hinten schieben und es wird ja auch nicht billiger. Also der Glaube, dass dadurch, dass man die Diskussion nicht führt und die Entscheidung nicht trifft, man darum herumkommt, ist ja nicht zutreffend, sondern man wird eher, je länger es dauert, und wir reden ja über höhere Baupreise und, es wird am Ende teurer. Und deswegen muss jetzt der Knoten endlich mal durchgehauen werden und die Dinge sind ja, ich sage jetzt mal, fast noch mehr geprüft als bei der Frage nördliches Mainufer, muss man auch jetzt mal entscheiden. Und ich persönlich glaube, die CDU hat eine Zeit lang mal das Thema Osthafen aufgebracht, bin ich dagegen, wird auch von den Menschen nicht akzeptiert, nicht angenommen.
Deswegen kann die Lösung nur, wenn ich jetzt mal ein Band nehme zwischen alter Oper und heutigem Standort, eine Lösung nur sozusagen in dieser Fläche liegen. Und da wird man sich entscheiden müssen, ob man so eine Spiegellösung macht, die ich sehr kompliziert halte, auch nicht für die beste Lösung halte, oder ob man ein neues Opernhaus eben in dieses Band hineinsetzt. Auch da sollten wir anders verfahren wie bei dem Thema Josefstadt von vorhin, wo ja auch der Öffentlichkeit erklärt worden ist, da kommt jetzt der Neubau hin und die Grundstückseigentümer, Helaba und Sparkasse, überhaupt nichts davon wussten, in Anführungszeichen. Aber man muss diese Diskussion führen und ich wäre sehr dafür, dass dort ein Opernhaus in diesem Band errichtet wird. Das spart uns auch vieles, was wir sonst als Interimslösung irgendwo in die Landschaft, wo wir auch nicht wissen, wohin packen müssten, um einen Spielbetrieb weiterführen zu können. Wird auch nicht, auch dadurch nicht billiger, eher teurer. Ein Opernhaus in diese Fläche. Und jetzt sage ich auch etwas, auch wenn das einem als früherer Kämmerer vielleicht innerlich mal wehtut. Aber das muss dann auch, wenn wir ein solches Bauwerk schaffen, auch eines sein, was auch architektonisch dem Range Frankfurts gerecht wird. Discounter-Architektur, wie sie mal zwischendurch war, nur funktional und nicht als Ausrufezeichen, das würden wir sicherlich an der Stelle nicht realisieren können. Also ganz klar die Botschaft auf diesem Band der Kultur zwischen alter Oper und heutigem Standort, ein neues Opernhaus. Und dann kann man, wenn das eine fertig ist, umziehen, muss keine Interimslösung schaffen und dann an der anderen Stelle weiterarbeiten mit einem dann neu zu entwickelnden Schauspielhaus für das Theater. Frau Rottmann, es ist ja auch die Frage, ich spitze es mal einfach ein bisschen zu an der Stelle, ist es sozial verantwortbar, so ein Projekt anzugehen, gerade in der jetzigen Zeit, ein Projekt, das dann sicherlich 10, 15 Jahre in Anspruch nehmen wird, dass wir haben ja in der Vergangenheit leidvolle Erfahrungen gemacht mit solchen großen Kulturprojekten in Berlin, in München, in anderen Städten, in Hamburg, die Elbphilharmonie ist ein sehr trauriges Beispiel. Die war mal auf 70 Millionen Euro geschätzt, hat dann am Ende 800 Millionen Euro gekostet. Ist es aus Sicht der grünen Oberbürgermeisterin überhaupt verantwortbar, so ein Projekt zu beginnen, so wie Uwe Becker das jetzt gesagt hat? Also das Erste, was ich sagen muss, ist, dass ich schon fast verzweifelt bin über die Lage, in der wir jetzt sind. Und auch verzweifelt bin, weil die Arbeitsbedingungen für die Menschen, die in den städtischen Bühnen arbeiten, katastrophal sind. Und weil diejenigen, die dorthin gehen in die Oper und ins Schauspiel, genauso verzweifelt sind. Und das Problem ist wirklich uralt. Also es gibt zu viele Probleme in der Stadt, die ich noch kenne aus meiner aktiven Zeit. Dieses gehört dazu. Das heißt, wir haben unglaublich viel Zeit verloren und wir sind jetzt an einem Punkt, wo es um den Standort geht. Nicht um eine Planung, nicht um eine Grobplanung, nicht um eine Feinplanung, sondern nur um den Standort. Und jetzt bin ich nicht hochmütig. Ich weiß, es gibt komplexe Fragen. Aber auch die Sanierung des Palmgarten-Gesellschaftshauses war kompliziert oder so. Also so ein bisschen weiter müssten wir langsam sein, als wir sind. So, und jetzt die Frage, ist es vertretbar? Ich finde, wenn man Kulturpolitik macht, dann ist man auch in der Verantwortung und Planungspolitik. Deswegen ist es jetzt ein bisschen unfair, weil Mike Joseph ist nicht mehr da. Aber ich muss es sagen, wenn man Kultur und Planungspolitik verantwortet, dann verantwortet man auch, einen Vorschlag zu machen mit Varianten, die realistisch sind, die machbar sind. Da kann man nicht sagen, ich schiebe das Problem irgendwie dem Kämmerer zu oder dem Sozialhaushalt oder so, ist mir doch alles wurscht. Und alle, die sagen, hey, wo ist denn eine Lösung, die wir umsetzen können, sind dann die Feinde der Kultur. So ist es ja nicht, im Gegenteil. So, und deswegen, der Uwe Becker hat die Details ja beschrieben. Also ich will nochmal die Bedeutung dieser beiden Bühnen herausstellen. Es ist das die größte Theatereinrichtung in dieser Region und wir reden über die Oper, die ich meine sechsmal jetzt hintereinander Oper des Jahres in Deutschland wurde. Also nicht um irgendeine Bude. Die hat eine regionale Relevanz, die hat eine nationale Relevanz und das bedeutet auch, dass bei so einem großen Vorhaben, was ein Generationenvorhaben ist, man ernsthaft mit dem Land reden muss. Ja, hey, das ist in dem, bei der Dimension nicht mehr vertretbar, dass das Land da nicht mit reingeht. Aber am liebsten wäre es mir, also ich höre ja jetzt, dass diese Woche vielleicht dann doch, da bin ich ja sehr gespannt, aber wir müssen noch mal gucken und dann müssen wir noch mal sehen, das geht jetzt nicht mehr.
Herr Pürsün, Uwe Becker hat ja gerade das Urteil gefällt, ich sag mal, eine Kulturpolitik findet gerade in der Praxis nicht statt. Ist das eigentlich aus Ihrer Sicht auch so? Also würden Sie das dann auch ändern? Also er müsste erstmal darlegen, was er damit meint, was ihm also fehlt, ja. Bevor ich sagen kann, das würde ich ändern. Ich erkenne das erstmal nicht. Er hat die Details weggelassen. Er hat die Frankfurter Tradition angesprochen, Dinge liegen zu lassen und nicht zu entscheiden und jahrelang darüber zu diskutieren. Diese Tradition brechen wir in dieser Koalition. Da legen wir als Freie Demokraten auch großen Wert darauf, dass wir Dinge, die entscheidungsreif sind, dann auch vorantreiben. Und also man kann jetzt sagen, es gibt jetzt endlich einen Termin zwischen Land und Stadt. Aber warum soll man das nicht machen, nur weil eine Wahl stattfindet? Vielleicht wird es jetzt gerade deshalb gemacht, weil man sich nicht mehr verstecken kann. Aber es ist ja schade, da gehören ja zwei dazu, Land und Stadt, die nicht miteinander gesprochen haben, die nicht gemeinsam entschieden haben, die sich gegenseitig nichts gönnen, und so kann Politik in Frankfurt nicht funktionieren. Sind Sie denn für den Neubau? Ich bin für den Neubau, weil wir diese Einrichtung für die Region, für die Attraktivität Frankfurts brauchen. Ich finde es bedauerlich, dass wir keine Unterstützung vom Land bekommen für eine solch wichtige Einrichtung. Es ist ja nicht so, dass nur Frankfurterinnen und Frankfurter dahin gehen und die Kultur genießen, und das wäre sehr angemessen. Es gibt ja auch andere staatliche Einrichtungen in Hessen, wenn Frankfurt da auch Geld bekommen würde. Die Summe ist enorm. Wenn wir heute bei knapp 1 Milliarde sind, ist klar, wenn die Endabrechnung kommt, dann sind es mindestens 1,5 Milliarden. Das muss finanziert werden. Und wenn wir nochmal überlegen, es liegen ja nur ein paar Minuten zurück, was wir heute noch vorhin diskutiert haben. Also Wohnungen energetisch sanieren, mehr Wohnungen bauen, Mieten deckeln, Grundstücke aufkaufen, mehr Wohnungsförderung, der ganze Klimawandel und dann noch die Kultur. Man kann das Geld nur ein einziges Mal ausgeben und da müssen wir realistisch bleiben. Und ich bin auf jeden Fall für Neubau. Es gibt ja momentan 3 Varianten. Ich halte die jetzt auch nicht für utopisch, die 3 Varianten. Und meine Position ist, ich habe eine präferierte, das wäre auf dem heutigen Standort. Aber ich möchte, dass die Entscheidung abhängig davon ist, welche Variante günstiger ist. Wenn es einen großen preislichen Unterschied gibt, glaube ich, haben wir nicht den Luxus zu sagen, das wäre aber schöner, also machen wir das teure, da müssen wir auch realistisch bleiben. Daniela, es wird ja im Moment das Bauen auch sehr kritisch gesehen. Es gibt eine vehemente Diskussion darüber, ob wir nicht viel mehr als bisher umbauen sollten. Es gibt diese Diskussion über die sogenannte graue Energie. Ja? Also die Frage, ist es nicht einfach viel preiswerter und auch ökologischer, wenn wir vorhandene Bauten umwandeln, umgestalten? Vor dem Hintergrund auch nochmal die Frage, ist tatsächlich so ein Projekt 900 Millionen Euro oder wie auch immer, ist es verantwortbar? Sollte man es angehen? Würdest du es angehen? Das ist tatsächlich eine total komplizierte Frage. Also klimapolitisch ganz klar, alles, was noch im Bestand zu regeln ist, in Gebäuden, die sanierbar sind, sollte im Bestand gemacht werden. Das ist ganz klar. Also was abzureißen, was nicht ohne Not abgerissen werden muss, ist klimapolitisch heutzutage nicht mehr verantwortbar. Ich glaube, das muss ganz klar gesagt werden. Deswegen finde ich es auch total klasse, dass wir gerade einen Diskursumschwung zum Erhalt des Juridikums zum Beispiel auf dem Campus Bockenheim haben und da eher über die Frage von Umnutzung diskutieren und nicht mehr über die Frage von Abriss und Neubau diskutieren. Bei den städtischen Bühnen ist es ein bisschen komplizierter, weil man natürlich gucken muss, was sind die Bedarfe der heutigen Zeit und inwieweit lässt sich sowas dann tatsächlich im Bestand realisieren. Da kriegen wir an vielen Stellen gesagt, es ist hochkompliziert, wir brauchen eine ganz andere Technik, wir brauchen eigentlich auch viel, viel mehr Platz. Es gab einen gewissen Konsens in der Stadtpolitik über die Frage von Neubau und ich fand es ganz spannend. Wir haben in der letzten Fragestunde der Stadtverordnetenversammlung mal die Frage gestellt, was ist denn mit dieser Baustelle, die es dort gibt gerade, an dem Gelände, das man eben für einen Neubau möglicherweise kaufen hätte wollen. Und dann stellte sich raus, das ist tatsächlich möglicherweise ein Problem und dann passt das mit den Zeitplänen alles nicht mehr zusammen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, es wird wohl irgendwie zeitnah einen Bericht der Kultur Dezernentin an der Stelle geben. Was das Problem ganz konkret ist, ich weiß es nicht, aber ich habe den Eindruck, von dieser Variante werden wir uns verabschieden müssen. Und ich vermute, wir werden dann schon noch mal etwas offener darüber sprechen, wie wir mit den verbleibenden Lösungen umgehen. Sozialpolitisch muss man, glaube ich, schon ganz klar sagen, das ist ein Investitionsvolumen, was in Zeiten, wo wir gerade jedes Jahr über Einsparungen in den Dezernaten sprechen,
richtig wehtun wird. Und darüber muss man dann schon ganz genau diskutieren, ob man sich das in den entsprechenden Haushaltsjahren leisten wird. Kulturpolitisch steht meine Fraktion klar dafür, dass wir die städtischen Bühnen brauchen. Aber wir müssen schon gucken, ob wir das in dem Bauvolumen, das womöglich dann im Raum steht, tatsächlich irgendwie da positiv entscheiden können. Okay. So, jetzt haben wir lange genug geredet hier vorne auf dem Podium. Ich danke erstmal allen Vieren, das sind nur noch vier. Herzlichen Dank. Und jetzt kommt Ihre Stunde, eure Stunde sozusagen. Wir haben auch jemanden, der ein Mikro hat und der dann immer kommt. Und wir haben noch den Gerd, der hier wahrscheinlich schon 100 Anfragen im Internet verwaltet. Gut, ich würde sagen, jetzt fangen wir erstmal mit dem Publikum hier im Club an. Gibt es Fragen, gibt es Bemerkungen? Dann bitte. So, ein Thema wurde gar nicht gesprochen. Grund und Boden sind nicht vermehrbar, aber unverzichtbar. Die Stadt Frankfurt seit 2016 bis 2021 hat etwa 200.000 Quadratmeter selbst verkauft. Die Stadt Frankfurt hat auch KIG und Rebstocke Gesellschaft MBH gegründet. Die sind auch 50% privat, 50% städtisch. Die entwickeln öffentliche Grundstücke und verkaufen an private Investoren. Und dann aber auch Nassau-Scheimstädte, ABG Holding, stadtnahe Stiftungen handeln mit öffentlichen Grundstücken. Also wenn man öffentliche Grund und Boden verkauft, kann man nicht erwarten, dass sozial und bezahlbarer Wohnraum entstehen. Ich frage Kandidatinnen, mit Ihnen wird Grund und Boden weiterverkauft, öffentliche Grund und Boden weiterverkauft oder nicht? Und nochmal eine Frage, wenn Sie gewählt werden, Sie werden Aufsichtsratschef von ABG Holding. ABG Holding jährlich vermietet etwa 3000 Wohnungen wieder, weil es wird leer wird und wieder vermietet. Wir haben auch Initiativen fordern das. Wir haben auch einen Antrag gebracht. Werden Sie mit Ihnen so sein, dass man diese Wohnungen wieder als sozial vermieten würde oder nicht? Danke. Bitte, wenn Herr Becker. Zu der Frage Verkauf. Es gibt ja einen Stadtverordnetenbeschluss. Auch schon aus vorangegangenen Mehrheiten, wo die Entscheidung gefallen ist, nach Möglichkeit eigentlich im Prinzip keinen städtischen Grund zu lassen. Sie haben doch mich gefragt, wie ich das handhaben möchte. Und ich sehe den Stadtverordnetenbeschluss, der sagt, erstmal kein Verkauf. Bei den Stiftungen ist es ja noch fester, weil die ja auch hier an ihr Stiftungskapital gebunden sind und in der Regel per Erbpacht die Dinge machen. Jetzt kann man sich natürlich streiten, dass natürlich auch eine Erbpacht auf Jahrzehnte entsprechend, jetzt will ich nicht sagen, einem Verkauf nahe kommt, aber natürlich auch andere Rahmensetzungen hat. Und insofern muss sich auch ein Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin daran ausrichten. Also insofern haben wir sozusagen da die Beschlusslagen. Da gibt es jetzt keinen drüber hinaus. Bei der Frage ABG, das haben wir vorhin so ein Stück diskutiert, als Instrumentarium ja. Auch als Aufsichtsratsvorsitzender der ABG, wenn ich gewählt würde, würde ich auch mit der Geschäftsführung darüber sprechen, dass wir in einem ausreichenden Anteil auch darüber, dass wir Belegungsrechte absichern durch entsprechendes Geld, das auch bei der ABG vollziehen. So, und insofern gilt, da unterscheiden wir uns wahrscheinlich nochmal im Schlüssel, auch in der Frage, dass eine ABG wirtschaftlich arbeiten muss, auch ein Streit, den man immer hat zwischen unterschiedlichen sozusagen politischen Farben, weil natürlich auch bei all den Investitionen, die man dann wiederum von einer ABG auch erwartet, dass auch das Geld auch für eine ABG dann nicht vom Himmel fällt, sondern sie muss in einem gesunden Mix in der Lage sein, Geld zu verdienen, um anschließend auch wieder investieren zu können. Und da entsprechend, glaube ich, sind wir relativ dicht beieinander, bis am Ende vielleicht auf die Prozentzahlen dessen, was man dann sozusagen von einer ABG konkret verlangt. Aber zu sagen, die ist jetzt nur noch Spielball, und das ist auch immer das, wovor ich warne,
Es gibt große Wohnungsbauunternehmen in Deutschland, die man so lange zum Spielball gemacht hat, bis sie anschließend an der Wand standen und dann irgendwie verschwunden sind. Das kann nicht Prinzip und das wird auch nie Prinzip sozusagen hoffentlich in Frankfurt sein, sondern immer eine gesunde Balance zwischen wirtschaftlich arbeiten, damit man auch sozial investieren kann. Frau Ortmann, wir können ja mal den Ball kürzer weitergeben. Machen. Genau. Also Beschlusslage ist so, das kann ich mich noch daran erinnern, und zu meiner Zeit im Magistrat ist die auch umgesetzt worden. Was jetzt seit 2016 bis 2021, darauf haben Sie rekurriert, passiert ist, kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich habe aber den Eindruck, also ich gebe Ihnen völlig recht, eine aktive Bodenpolitik ist ein wesentlicher Hebel auf lange Sicht, um mehr sozusagen Steuerung über den Markt zu bekommen. Das teile ich. Also sage ich auch sozusagen Hans-Jochen Vogel, muss man nur mal das Buch lesen, der hat das alles schön beschrieben. Ob das aktuelle Liegenschaftsamt, was ja im ABI aufgegangen ist, diese aktive Bodenpolitik wirklich so betreiben kann. Ja, aber dafür sind halt momentan auch andere Leute verantwortlich. Und ich bin da, in dem Punkt bin ich sozusagen, da bin ich auf der Seite des Gemeinwohls. Und die andere Frage war ABG. Die ABG ist ein wesentliches Instrument. Sie werden bei den 3000 Wohnungen nicht nur Wohnungen dabei haben, die Sie in eine soziale Nutzung überführen können. Also ich weiß nicht, ob die ABG sowas hat, aber die, keine Ahnung, 110 Quadratmeter Einzimmerwohnung, die kann man wahrscheinlich schlecht überführen. Da würde ich erst sagen, ey, da schlagen wir nochmals drauf und dann können wir damit eine andere, kleinere Wohnung sanieren. Aber im Prinzip ist die ABG unser wesentlicher Hebel und als Oberbürgermeisterin ist man Aufsichtsratsvorsitzende. Ja, Herr Pürsün, wie gehen Sie damit um? Sie sind ja in der Tat dann an einem wichtigen Punkt bei der ABG und es ist ja wirklich immer wieder die Frage, wem gehört dann auch was sozusagen, ne? Bitte. Ja, also die zweite Frage, fange ich mit der zweiten Frage an. Die ABG Holding ist natürlich so wichtig, dass ein Frankfurter Oberbürgermeister da quasi automatisch in den Aufsichtsrat geht. Du hast die frei werdenden Wohnungen angesprochen. Ich halte sehr viel von Belegrechten. Und darüber auch Belegung zu ermöglichen und auch quasi zu steuern. Von daher bietet sich die ABG auch als stadteigene Gesellschaft da an, dort auch sehr aktiv zu sein. Also dieses Instrument möchte ich dann auf jeden Fall auch nutzen. Zu deiner ersten Frage. Du hast ja jetzt vorgetragen, weil du sicherlich auch eine Menge recherchiert hast. Du bist ja in der Regel auch gut informiert. Aber da mangelt es in der Stadt Frankfurt so ein bisschen an Transparenz, weil wir sehr viele Tochtergesellschaften haben, Stiftungen. Ich merke jetzt als Neukoalitionär in dieser Stadt Frankfurt, dass es gar nicht so einfach ist, einen Überblick zu bekommen. Den habe ich eingefordert beim Magistrat, aber es dauert noch, bis die Liste vollständig ist und dann kommt irgendein neuer Fall und dann merken wir auf einmal genau, dass dann der Name dieser Stiftung fehlt. Und dann frage ich ja, liebe Leute, was macht ihr da eigentlich? Und als Opposition ist es schwierig, in der Stadt Frankfurt zu erfahren, was eigentlich genau passiert. 2/3 der wirtschaftlichen Tätigkeit dieser Stadt sind außerhalb der Kernverwaltung, sondern in Tochtergesellschaften. ABG ist eine wichtige Messe und Frankfurt. Deswegen stehe ich für Transparenz, steht auch auf meinen Plakaten, Transparenzregister, damit man sieht, wen es gibt und wer da was zu melden hat. Und dann wird es transparenter, was in dieser Stadt eigentlich geschieht, weil in vielen Bereichen weiß man das gar nicht so sehr. Da machen Gesellschaften Dinge, wie sie es für richtig halten. Und ich bin auch sehr dafür, dass die Stadt Frankfurt weitere Grundstücke aufkauft für Schulbau, auch für Wohnungsbau, für Kitas, für alles, was wir brauchen. Wenn wir das dann entwickeln und es im Zweifelsfall müssen wir dann gucken, wenn wir eine gute Planung haben, dann kann man auch mal verkaufen. Aber wir haben definitiv auch als Stadt einen größeren Flächenbedarf als in der Vergangenheit. Also klare Sache, aktive Bodenpolitik und auch zusätzlicher Ankauf an Bodengrundstücken, also nicht verkaufen und zusätzlich ankaufen, total wichtig, weil die öffentliche Hand hier in der Regel besser weiß, was wir brauchen in der Stadt, als das die Privaten tun. Und wir natürlich auch hier Preise selber regulieren können und die Entwicklung, die dort geschieht. Und der zweite Punkt ist, ABG, sauwichtiges Instrument. Ich habe eben schon gesagt, aus meiner Sicht, die Forderungen aus dem Mietentscheid, das waren ja immerhin auch richtig viele Menschen in der Stadt, die sich dafür eingesetzt haben mit dem Mietentscheid, auch umzusetzen, dass man die ABG tatsächlich so nutzt, dass sie tatsächlich für einen gewissen Zeitraum erstmal vor allem sozial geförderten Wohnraum entsprechend in der Weitervermietung realisiert. Für mich ein ganz wichtiger Punkt, und da freue ich mich gerade, dass ich mit Janki Pürsün mal einer Meinung bin, ist tatsächlich auch die Transparenz bei der ABG.
Nur durch eine Anfrage, die wir jetzt im Dezember gestellt haben, wissen wir, wer im Aufsichtsrat der ABG ist und dass er sich jetzt neu konstituiert hat. Er ist auf der Homepage nicht drauf gewesen, der Neue. Das ist tatsächlich so. Ja, aber nicht der Aktuelle. Es ist gewechselt im letzten Jahr. Und das ist halt einfach so der Punkt, dass es für uns und auch für die Mieterinnen und Mieter total intransparent zum Teil ist, wie dieser Laden funktioniert. Und das ist für eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, die in der Holding total kompliziert mit diesen Tochtergesellschaften unterwegs ist, mit 54.000 Wohnungen einfach ein völlig untragbarer Zustand. Und da müssen wir ran. Und gerade okay. Die Aufsichtsratsvorsitzende als Oberbürgermeisterin muss das zur Chefsache machen. Klare Sache. Gut. Weitere Fragen, bitte. Ja, ich. Ja, Gerd, hier, das Internet. Internet, ja. Genau. Es gibt hier zwei Meinungsäußerungen, die liefen schon während der Diskussion hier oben noch. Ich lese es aber mal vor. Aber wie gesagt, das Leerstand verbieten, Grünflächen fördern und nicht zu betonieren, Ausrufezeichen. Und dann eine andere, Vonovia und Co. enteignen, Grund und Boden nur in öffentlicher Hand, Mietendeckel und Indexmieten verbieten. Aber es sind dann jetzt aktuell mehrere Stellungnahmen gekommen. Also zum einen Frage, gibt es Pläne für städtische Kulturzentren in den Stadtteilen, inklusive bezahlbare Coworking Spaces? Dann nächste Frage, wird es in Zukunft eine konkrete Meldestelle geben, wo Leerstand gemeldet werden kann, um es gebündelt zu sammeln und gegen diesen immensen Leerstand in den Stadtteilen Nordend, Bornheim, Bahnhofsviertel anzugehen? Darauf gibt es dann auch schon gleich eine Antwort von einem anderen leerstandsmelder.de/Frankfurt. Dann eine weitere Anfrage. Gibt es Pläne, in der Grünflächen wie die Güntersburghöfe radikal geschützt werden, um nicht darauf noch mehr Beton, AK, Wohnraum in Anführungszeichen, zu bauen? Dann geht's weiter. Es wäre schön, ja, ich wenn das sagen, nicht nur in zivilgesellschaftlicher Hand. Lass uns mal vielleicht bei den drei erstmal bleiben, denn sonst geht es wieder verloren. Gut, ich habe auch noch eine zum Thema Bildung dann hier. Gut, okay. Also Kulturzentren in den Stadtteilen. Leerstandsmelder. Ja, bitte. Und Güntersburghöfe. Na gut, genau. Güntersburghöfe ist jetzt natürlich wieder ein ganz großes Thema. Aber vielleicht diese Kulturzentren in den Stadtteilen, der Leerstandsmelder sozusagen für die betroffenen Viertel, Nordend und so weiter. Also ich würde mal so anfangen. Wir reden viel über bezahlbaren Wohnraum. Das ist wichtig. Deswegen vielleicht kleine Richtung so, alles vor Versiegelung schützen, das kann man natürlich gut sagen, wenn man schon eine Wohnung hat. Also jetzt mal ehrlich, ne? Also ich finde, da muss man dann schon auch sagen, irgendwo müssen die Leute hin. Aber was wir übersehen oft ist, dass wir auch bei den Gewerbemieten oder bei anderen Flächen ein Preisproblem haben. Also das bezieht sich jetzt so auf diese bezahlbare Coworking Spaces oder so oder Gründerinnen und Gründer. Ladenmieten sind sehr hoch für Leute, die neu anfangen wollen. Und übrigens ist auch da die ABG ein wesentlicher Eigentümer. Also wir haben auf der Berliner Straße zum Beispiel Leerstand von Läden, weil die ABG ganz hohe Mieten aufruft, wo ich sage, hey, im Zweifel, dann nehmt halt nicht so viel und dafür ist die Fläche genutzt. Und deswegen würde ich auch sagen, Paris macht das auch vor, wir sollten den bezahlbaren Wohnraum nicht aus dem Blick verlieren und obendrauf setzen bezahlbare Gewerbeflächen. Herr Becker, vielleicht können Sie ja da gleich anschließen. Also die Frage auch der Kulturzentren in den Stadtteilen. Also wir haben ja noch unter meiner Verantwortung gerade auch die Mittel für freie Gruppen massiv erhöht. Spricht per se nichts dagegen aus diesen Mitteln. Aber es ist natürlich auch, es vermehrt sich auch der Kulturetat nicht durch Zureden, sondern dadurch, dass man schaut, woher nimmt man sozusagen dafür die Mittel. So, aber auch die Möglichkeit, wenn ich das jetzt nochmal verbinde mit Angeboten oder mit Strukturen in den Stadtteilen, auch mit Wohnungen, also nicht, nämlich jetzt nicht Wohnungen, aber es gibt ja auch Gemeinschaftsräumlichkeiten, etwa in den Stadtteilen,
die man auch in den Blick nehmen kann, um so etwas zu realisieren. Wir haben gerade in der Nordweststaaten eine Debatte über die Frage Umnutzung von entsprechenden Zentren und anderen. Das steht auch wieder in Konkurrenz natürlich zu der Frage, wenn ich jetzt einen Gemeinschaftsraum in einer Wohnsiedlung habe, dann ist das potenziell eine Wohnung oder es ist halt sozusagen ein Kulturraum. So, und insofern, wenn ich sage, ich mache demnächst nur noch alles in Anführungszeichen Richtung Wohnen, komme ich damit in einen eigenen Konflikt. Aber zu sagen, ja, wir tun mehr für die freie Szene gerade auch, wir tun mehr, dass in den Stadtteilen eine Belebung stattfindet, grundsätzlich ja, wir müssen nur darüber reden, wie man es konkret halt auch macht. Jetzt muss ich aber doch nochmal nachfragen, weil wenn wir jetzt in den aktuellen Kulturhaushalt reinschauen, 2023, da sind ja Kürzungen vorgesehen. Wo ich mich also ohnehin schon die ganze Zeit frage, wie soll das eigentlich funktionieren? Es sind, glaube ich, Kürzungen zwischen 7 oder 8 Millionen Euro in diesem Jahr vorgesehen. Und vor einiger Zeit hatte ich ja schon mal die Kulturdezernentin hier zu Gast, die damals in schöner Offenheit gesagt hat, na, diese Kürzungen wird sie nicht umsetzen können, weil dann muss sie alles Mögliche zumachen. So. Das jetzt nur mal so als grundsätzliche Frage vor diesem Hintergrund, wie soll das überhaupt funktionieren? Also wo soll denn das Geld herkommen, wenn gleichzeitig der Kulturhaushalt in den nächsten Jahren doch sehr drastisch, sage ich mal, wenn man das jetzt mal zusammenrechnet, sind das mehr als 20 Millionen Euro bis, glaube ich, 2025 gekürzt werden soll. Ne? Ein Bundessondervermögen könnte man da machen. Okay, also ich kann gut. Okay. Also ich kann jetzt natürlich schlecht sozusagen über die Sparpolitik der jetzigen Koalition an der Stelle sprechen. In meiner Verantwortung, und da lag die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise dazwischen, 2008 bis 2010 mit Einbrüchen der Gewerbesteuer um 500 Millionen, da lag jetzt Corona in 2021 drin und wir haben es immer geschafft, bei aller Notwendigkeit der Konsolidierung die Angebote gerade in der Kultur auch abzusichern. Also insofern weiß man zumindest bei mir auch als Oberbürgermeister, dass ich diese Balance versuche, auch dort hinzubekommen, weil wenn was in der Kultur einmal weg ist, ist es halt auch weg. Nicht? Da darf man sich nichts vormachen. Insofern gehört das für mich dazu, genauso wie eben die Frage, wie schaffe ich da an der Fläche? Aber deswegen komme ich ja wieder mit zu meiner Aussage von vorhin, das funktioniert halt nur, wenn ich auch eine kulturpolitische Debatte führe. Und da muss ich mich wiederholen, die findet halt in Frankfurt im Moment seit Monaten nicht statt. Okay, Herr Pürsün, vielleicht schnell zu den Kulturzentren in den Stadtteilen. Also finde ich sehr wichtig, wir brauchen in allen Stadtteilen lebendige Stadtteile in ganz Frankfurt, nicht nur in der Innenstadt. Und wir müssen uns als Stadt natürlich auch die Frage stellen, da wo es Leerstände gibt, zieht es vielleicht einen Stadtteil runter oder müssen wir uns die Frage stellen, ob wir etwas anmieten und dann da eine Nutzung ermöglichen, auch nicht nur einer Institution, sondern möglichst von vielen Institutionen, die dann da eine Bleibe finden. Also von daher würde ich es sehr unterstützen. Neben dem, dass wir für die Hochkultur natürlich sehr viel Geld ausgeben, brauchen wir auch für andere Kultur natürlich auch Förderung, finde ich gut. Will aber noch dazu anschließen, Sie haben jetzt die notwendigen Kürzungen angesprochen. So, also wenn wir vor der Situation stehen, dass wir jetzt eigentlich Haushalt kürzen müssen, kann sich jeder überlegen, wie realistisch es ist, wenn jetzt im Oberbürgermeisterwahlkampf an dieser, an jener, an der Stelle mehr Geld versprochen wird. Ich tue es ja nicht, weise noch mal ein drittes Mal drauf hin. Und das ist, glaube ich, ein Teil der Realität, dass man sich darauf einstellen muss, dass wir mit dem Bestehen, mit dem vorhandenen Geld besser umgehen müssen und uns fragen müssen, geben wir für etwas noch Geld aus, was vielleicht früher mal wichtig war, was nicht so viel Ergebnisse bringt, oder müssen wir nicht umschichten, damit das, was heute ansteht, dann auch heute in Angriff genommen wird und nicht 5 oder 10 Jahre später oder zu spät. Ja, Daniela, mehr Stadtteilkultur. Ja, total wichtig. Und ich glaube aber, wir müssen da gar nicht so viel neue Räder erfinden, sondern wir haben in vielen Stadtteilen auch einfach leerstehende Flächen. Ich ärgere mich unfassbar darüber, was aus diesem Paradieshof geworden ist, der gar nicht mehr genutzt werden kann. Ist so ein schönes Beispiel, 13 Jahre Leerstand, ist es irgendwie nichts passiert und jetzt geht es wieder in die nächste Runde von, wir müssen mal drüber nachdenken, was wir damit machen. Ist auch für eine Zwischennutzung nicht mehr möglich, weil völlig baufällig.
Und wir haben leider immer wieder solche Situationen. Auch die Leute in den Stadtteilen wissen auch genau, über welche Gebäude man dann jeweils bei ihnen irgendwie vor Ort spricht. Wo wir ganz dringend aus meiner Sicht über die Frage von Umnutzung, Zwischennutzung und Konzepte reden müssen und nicht darüber, dass man irgendwie jetzt über krasse Neubauten oder sowas spricht. Und wir haben in Frankfurt, wie ich finde, so ein kleines Leuchtturmprojekt, jetzt nicht unbedingt mit viel Stadtteilkultur, aber mit einer Zwischennutzung von Leerstand jetzt durch die Besetzung in der Günderode 5 jetzt gerade ganz frisch erlebt im Dezember, die halt auch diesen Zwischennutzungsvertrag bis jetzt Ende April immerhin erst einmal irgendwie rausverhandelt haben. Das ist für mich beispielhaft, wie die Initiative gesagt hat, wir nehmen das in die Hand, wir dulden den Leerstand nicht, wir wollen sowohl sozialkulturell arbeiten, aber auch für Initiativen, die seit Jahren und zum Teil Jahrzehnten für Räume gekämpft haben, denen Räume zu ermöglichen. Und wenn wir uns in der Stadt angucken, wir haben so viele leerstehende Gebäude, dann muss man daraus was machen. Ein Punkt noch. Ja. Wir haben über die Güntersburghöfe wurden kurz angesprochen. Ich würde gerne die grüne Lunge weiterentwickeln zu öffentlich begehbaren Gemeinschaftsgärten. Also das wäre was ich mir richtig gut vorstellen könnte, okay, wo alle was von haben. Da war ja noch die Frage offen mit dem Leerstandsmelder. Ist das mit Ihnen zu machen, Herr Becker? Also ich bin der festen Überzeugung, weil ich kriege das ja oder habe das ja in der Vergangenheit auch mitbekommen, dass eigentlich sich häufig diese Leerstände auch an die Dezernate gemeldet werden. Ich tue mir manchmal ein bisschen schwer damit, sozusagen mit Instrumenten, wo ich sozusagen in Anführungszeichen nochmal den Finger auf den Nachbarn richte, neben dem, was wir an Möglichkeiten ja heute haben. Deswegen, ich müsste es mir anschauen, ich will jetzt nicht sozusagen nach dem Motto, hört sich nett an. Ich bin kein großer Freund davon, dass man die Kultur, ich spreche mal über meinen Nachbarn, auch noch sozusagen instrumentalisiert. Aber die normalen, in Anführungszeichen, Leerstände, die über eine lange Zeit laufen, die werden ja ohnehin in aller Regel auch an die Stadt gemeldet. Also ich will jetzt noch mal was vielleicht, also jetzt schimpfen wir ja viel über private Eigentümer, aber die sind ja nicht alle schlecht. Ne? Viele von denen wollen auch an der Stadtentwicklung weiter mitmachen und würden auch, wenn man auf die zugeht und sagt, hey, Zwischennutzung, hier haben wir eine Idee, hier können wir eine partnerschaftliche Lösung finden, würden die auch mitmachen. Also mir geht es nur darum, dass wir auch das Potenzial sehen und es passieren ganz viele Zwischennutzungen, die wirklich gut laufen, wo es auch einen Konsens zwischen privaten Eigentümern und Zwischennutzern gibt. Flächen ist am Ende, also ich sage mal so, vielleicht noch kurz zu der Haushaltsfrage. Manchmal ist es auch gar nicht verkehrt, wenn man nicht nur über Geld nachdenkt, sondern auch über Kreativität. Flächen sind das, woran es fehlt. Wenn ich eine kulturelle Förderung kriege und das ganze Geld geht in die Immobilie, dann habe ich davon nicht viel. Deswegen ist das, was mit Basis passiert ist, also dass die Stadt sagt, ich versuche Flächen bereitzustellen, eine Form der Kulturförderung, die wir nicht unterschätzen sollten. Gut, dann würde ich sagen, hier vorne, ja, bitte. Haben wir ein Mikro? Ja, wir haben ein Mikro, ja. Dankeschön. Ich würde gerne noch mal zu dem Thema Klima und Klimapolitik zurückkommen. Und zwar die zwei großen CO2-Treiber sind ja Energie und Transport. Und wenn man so als Frankfurter Bürger in letzter Zeit versucht, ein Ticket zu ziehen irgendwo, Sie haben es erwähnt, da fällt einem echt die Klappe runter. Also wenn man ein Auto hat und spätestens nach Oberursel will, dann nimmt man nicht 12 Euro ein Ticket sondern hin und zurück, sondern fährt mit dem Auto. Das kann ja eigentlich nicht Sinn der Sache sein. So, die Stadt Frankfurt ist sicherlich der Elefant im Aufsichtsrat vom RMV. Und ich würde gerne wissen, was Sie für Akzente setzen würden, so als Oberbürgermeister im RMV. Ja, das ist ja eine klar umrissene Frage. Fangen wir gleich mit dir an, Daniela. Ja, ja, ich mag die Frage. Es tut sich eigentlich total viel in der Diskussion darüber, was wir alles anders machen müssen in der Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs. Klar, ne, auf Bundesebene 9-Euro-Ticket, 49-Euro-Ticket, da. Aber wir haben auch in Hessen gerade die Diskussion darüber in der Enquete-Kommission, die es im Hessischen Landtag gibt, wo selbst von Seiten der Verkehrsunternehmen vorgeschlagen, verschiedene Finanzierungsinstrumente vorgestellt worden sind. Und ich finde es total wichtig, dass wir jetzt darüber reden, dass wir tatsächlich auch die gesetzliche Grundlage für eine Nahverkehrsabgabe bekommen. Wir müssen über natürlich auch Steuermittel im ÖPNV weiterreden, damit auch der kommunale Zuschuss, den wir die ganze Zeit geben, anders
verteilt wird. Hessen ist immer noch ziemlich schlecht im Vergleich zu den anderen Bundesländern, was die Landesförderung des ÖPNV betrifft. Also da muss auch ein bisschen was passieren. Und wir müssen halt gleichzeitig den ÖPNV ausbauen, versuchen noch attraktiver zu machen, gerade auch an Strecken, die nicht gut bisher versorgt sind, die wir auch im Stadtraum haben. Das vergessen wir immer gerne. Und dann aber ist natürlich unsere linke Perspektive auch zu sagen, die konkrete Utopie ist schon der Nulltarif. Also klar, langsam in verschiedenen Schritten und wir müssen mit den Frankfurt-Passinhaberinnen anfangen, aber wir müssen gucken, dass der ÖPNV das attraktivste und günstigste Verkehrsmittel wird. Das ist das Ziel. Gut. Herr Pürsün, wenn Sie im Aufsichtsrat sind, Nulltarif ist vermutlich nicht das, was Sie anstreben werden, oder? Also wir werden natürlich auch zum RMV angeschrieben, aber ich muss leider feststellen, dass in Frankfurt der Einfluss der Stadt Frankfurt in den Gremien der Region überschätzt werden. Und wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, auch da haben wir ein Transparenzthema, nach der Abwahl des Oberbürgermeisters Peter Feldmann hat die Region einfach mal gesagt, das muss ja nicht so sein, dass immer Frankfurt den Aufsichtsratsvorsitzenden stellt, sondern hat sich jetzt den Posten selber geschnappt. Und das ist jetzt nicht so, dass die Region darauf wartet, dass wir ihnen erklären, wie Nahverkehr in der Region zu organisieren ist. Der Nahverkehr ist ja sehr stark darauf ausgerichtet, dass man aus der Region nach Frankfurt kommt und von Frankfurt wieder in die Region fährt. Da geht es also nicht ausschließlich darum, wie man innerhalb Frankfurts unterwegs ist oder wie man von Frankfurt in die Region kommt. Wir haben wieder ein Thema, wo es darum geht, wie setzen wir unsere finanziellen Mittel ein. Wir haben letztes Jahr eine Revolution erlebt beim öffentlichen Nahverkehr mit 3 Monate 9-Euro-Ticket. Es war die letzten, ich sage jetzt mal 100 Jahre, der Standard, dass je länger ich fahre, desto teurer das Ticket wird. Und dann ist doch klar, je länger die Strecke, desto unattraktiver der öffentliche Nahverkehr, desto attraktiver das Auto. Das ist jetzt durchbrochen. Jeder von uns weiß es, man kommt in eine andere Stadt in Deutschland und sagt, ach, fahre ich jetzt hier irgendwie ÖPNV, ich verstehe den Automat nicht in Berlin, A, B, C, welche Zone ist es jetzt? Können wir alles vergessen, ein Ticket ganz Deutschland, das ist eine Revolution und das wird die Menschen in die Bahn bringen und es wird eigentlich kein Argument mehr geben, dass man in der Großstadt Auto fahren muss. Und das, ja, glaube ich, ist schon mal ein Riesensprung und die Zunahme dann des Verkehrs wird dazu führen, dass wir neue Linien einrichten können. Das wird es dann auch Menschen ermöglichen, umzusteigen, die heute ein ganz schlechtes Angebot haben. Und von daher ist da sehr viel Bewegung drin, aber es geht nur gemeinsam mit der Region, weil Frankfurt alleine es weder finanzieren kann, noch die Stimmrechte hat, um es allein zu entscheiden. Wobei, wenn man ja jetzt genau hinschaut, wird ja jetzt schon das 49-Euro-Ticket unter so einen Finanzierungsvorbehalt bestellt, ne? Also es wird jetzt schon gesagt, na, das werden wir uns nicht lange leisten können. Und wie lange wir uns das leisten können, das wird nicht gesagt. Aber jedenfalls, Frau Röttmann, ist das der Weg? Also manchmal ist es ja ganz gut, wenn man ab und zu auch mal aus Frankfurt rausgekommen ist, weil man dann sieht, was in Frankfurt eigentlich ganz gut ist. Und ich kann Ihnen allen sagen, der RMV ist etwas, wofür man dem Herrgott jeden Tag danken muss. Es ist wirklich gut, wir sind damit weit vorne vor allen anderen. Ich frage mal in die Runde, wer hat ein Auto? Hier. Wissen Sie auch, wie viel Sie im Monat Vollkosten dafür ausgeben? Also Versicherung, Steuer, Sprit? Ja, leider wissen wir das. Ja, schätze, ich hätte gerne eine Schätzung. Ich habe einen Firmenwagen, das habe ich €600-700. Genau. So, also Sie sagen 600-700 €, je nachdem Stellplatz, wie viel Sie fahren. Das ist das, was Sie privat, wenn Sie keinen Dienstwagen haben, für Mobilität im Monat ausgeben. Wenn wir zum 49-Euro-Ticket kommen, dann sind wir da, dass das wirtschaftlich attraktiver ist. Also wir sollten uns vielleicht auch mal sozusagen in die Augen gucken und sagen, warum halten wir trotzdem am Auto fest? Naja, vielleicht doch, weil da unsere CDs drin liegen und wir wissen, wie wir einparken können, aber nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Jedenfalls dort in Frankfurt. Naja, oh, wunderbar, ich habe Stimmung gemacht. Also wir sind in Frankfurt am Main. Es gibt vereinzelt Stadtteile und Regionen, wo die Nahverkehrsanbindung nicht so optimal ist, wie sie sein könnte. Es gibt aber natürlich auch innerhalb des Alleenrings, also würde ich mal sagen, kann man locker ohne eigenes Auto leben.
Und man kann sich sogar noch ein Carsharing dazu buchen und dann ist man immer noch unter den 600 Euro, die der junge Mann gerade genannt hat. Also wir sind auf dem Weg, dass es wirtschaftlich attraktiv ist und ich möchte gerne, dass wir da ehrlich miteinander sind und nicht sagen, unsere Bequemlichkeit hat wirtschaftliche Gründe, hat sie nicht in jedem Fall. So. Und der RMV ist deswegen eine große Leistung, weil er tatsächlich auch einen Ausgleich zwischen Stadt und Land leistet. Das gibt es in Bayern nicht. Sie haben keine Ahnung, was für ein Schlaraffenland nahverkehrsmäßig Hessen ist. Und das bedeutet auch, dass Leute nicht nach Frankfurt ziehen, nur weil sie überhaupt auf ihr Dorf gar nicht mehr kommen. Und diesen Ausgleich okay. zwischen Stadt und Land, den halte ich für richtig. Gut, Herr Becker, ja. Wo also, liegen Ihre CDs? Auch im Auto? Nein, ich habe schon gar keine CDs mehr. Ich streame. Was? Also Sie alte. Streamen? Doch, ich habe zu Hause tatsächlich irgendwo. Also Sie streamen, ja. Irgendwo, okay. Genau, irgendwo ja, noch alte okay, CDs gut, liegen. Ja. Aber nein, nochmal zurück. Und da unterscheiden auch Frau Rottmann, also muss ja Unterschiede geben. Frau Rottmann und ich uns sicherlich am deutlichsten, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man einfach nur sagen kann, die Menschen brauchen, weil es wirtschaftlich, als nicht mehr wirtschaftlich ist, ihr Auto in Anführungszeichen nicht mehr. Und in Frankfurt kann das jeder nur noch so zusammen im ÖPNV im Wesentlichen leisten. Die Lebensrealität vieler Menschen, die auch ihren Einkauf eben nicht mal so einfach mit der Bahn oder mit dem Fahrrad erledigen können, ist einfach eine andere. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Finanzierung ÖPNV und RMV. Und da sind wir wieder beieinander. Ich glaube schon, dass der RMV in seinen Leistungen, in dem, was er anbietet, in dem, was er tut, tatsächlich einer der besten Nahverkehrsverbünde ist, die wir in Deutschland haben. Und der RMV ist jetzt auch nicht schuld, dass die Koalition zum Anfang des Jahres die Fahrpreise so drastisch erhöht hat, dass der Einzelfahrschein jetzt 19% teurer geworden ist und die Kurzstrecke 30% teurer geworden ist. Das ist eine politische Entscheidung, die man getroffen hat. Und die auch ein Stück weg von der Realität ist. Ist sie denn richtig aus Ihrer Sicht? Nein, sie ist nicht richtig aus meiner Sicht, weil man hat jetzt in einer Phase, wo man ja insgesamt entschieden hat, auch politisch deutlich mehr auch an Subventionierung in den öffentlichen Nahverkehr zu packen und mit der Zielsetzung Verkehrswende den ÖPNV attraktiver zu machen, dass man genau zum gleichen Zeitpunkt diese beiden Fahrkarten total teuer macht. Das ist so ähnlich wie die Diskussion, um die Gasumlage zum Zeitpunkt, wo man sozusagen den Gasdeckel gepackt hat. Okay. Aber ich will es deswegen nochmal ansprechen, weil, und das hört sich ja toll an, wenn die Linke von Nullkosten, also ne, von einem Null-Euro-Ticket spricht. Natürlich wünschen wir uns das Paradies, alles ist umsonst. Wir zur Miete leben wir umsonst, wir nutzen alles umsonst und irgendwie bezahlen wir den Rest. Das wird nicht funktionieren. Das, was den RMV ausmacht, ist ein sehr kompliziertes Tarifgefüge, was auch aus der Geschichte natürlich entstanden und gewachsen ist. Da sind so Komponenten, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, nur dass man ein Gefühl dafür bekommt und man nicht einfach sagen kann, wir gehen da mit 0 Euro rein. Es gibt sowas wie Durchtarifierungsvereinbarung, das heißt, wenn Sie aus der einen Stadt durch zwei Zonen durchfahren in die dritte Zone, dann zahlen Sie ja nicht alles, was da auf dem Weg sozusagen entstanden ist, sondern Sie kriegen einen Tarif durchgerechnet. Und langfristig kommen wir natürlich auch dazu, wenn man das sich anschaut, dass wir auch nach Leistungsbezug bezahlen. Das heißt, irgendwann brauchen wir gar kein Ticket mehr, sondern jeder hat, ob es dann sein Smartphone oder was auch immer ist, wobei auch da denken wir hoffentlich ein bisschen an die Eltern, dass es nicht gleich übermorgen ist, sondern die Möglichkeit, dass er nach seinen gefahrenen Kilometern tatsächlich entlohnt. Das ist mal irgendwann gut. Ein Thema auch und da wird sich auch ein Oberbürgermeister für einsetzen. Und ein letztes nur ganz kurz, weil hier immer von fehlender Transparenz mit irgendwelchen Besetzungen von Aufsichtsgremien gesprochen worden ist. Tatsächlich, die jetzige Koalition hat zum Teil nach Besetzung den Aufsichtsgremien jetzt erst oder entscheidet jetzt erst über Dinge, die schon anderthalb Jahren hätten entschieden werden können. Und vielleicht hakt deswegen die Transparenz, wer ist eigentlich wo im Aufsichtsrat. Aber wer mal den Beteiligungsbericht sozusagen der Stadt nutzt, da reinguckt, zumindest war das in früheren Jahren so, sieht natürlich dezidiert, wer in welchen Gremien im Aufsichtsrat ist und wer auch die Verantwortung trägt. Und daran wird es natürlich auch festgemacht. Gut, jetzt war da hinten schon sehr lange eine Wortmeldung. Bitte. Sie hatten sich vorhin schon lange gemeldet. Ja, ich möchte von den Oberbürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten wissen, wie sie den Sanierungsstau an den öffentlichen Schulen, also sprich allgemeinbildende Schulen, aber auch berufliche Schulen und wenn man es noch angliedert, die Kindertagesstätten beheben wollen. Weil
Hintergrund ist, Frankfurt ist ja die Stadt der Banken, und wenn man in die Eingangshalle einer Bank geht, wird man empfangen mit Marmor, mit Hochglanz, ja, Einrichtungen, und geht man nebenan in die Grundschule, da denkt man, man erleidet einen Kulturschock, weil man dann denkt, das ist doch nicht die gleiche Stadt. Wie wollen Sie das beheben? Jetzt machen wir ein ganz neues Fass auf. Nein, aber Sie sprechen ja eines der wichtigsten Themen an. Die Stadt Frankfurt ist in den zurückliegenden 15 Jahren um die Einwohnerzahl Offenbachs gewachsen und bräuchte im Grunde das alleine schon, was wir ja an neuen Schulen, Kindertageseinrichtungen und Ähnlichem brauchen, also über 100.000 Einwohner mehr. Und wir haben einen dramatischen Sanierungsstau und wir haben einen Stau in der Umsetzung der Baumaßnahmen. Und wir haben, das ist auch, glaube ich, ein Thema, auf der einen Seite die notwendigen Mittel ja zur Hand, aber die Umsetzung funktioniert nicht, weil auch jetzt zum Teil im Bildungsdezernat in Teilen noch nicht mal konkret abschließende Prioritätenlisten über alle Schulen so vorliegen, dass man nicht im Detail weiß, vor Ort zumindest nicht weiß, wann müsste eigentlich in welcher Schule was sehr konkret gemacht werden. Also mal eine Ampel nach dem Motto Rot, Grün, Gelb ist nicht vorhanden. Und das sind alles Dinge, wo ich persönlich auch als Oberbürgermeister sehr schnell auch mit der Bildungsdezernentin Weber ins Gespräch gehen würde, die ja inzwischen auch das Amt für Bauen und Immobilien dazu hat. Also eigentlich müsste jetzt idealtypisch alles viel schneller gehen. Es dauert nur im Moment noch länger. Und das Thema ist tatsächlich, dass ich verhindern möchte, dass ganze Schülergenerationen im Container groß werden. Also wenn ich in meine alte Schule denke, dann habe ich ein Schulgebäude vor Augen. Ich möchte nicht, dass irgendwann eine Abschlussklasse zusammen feiert und sagt, kennst du noch den alten grauen Container von damals? Und das heißt, wir müssen uns aber auch vornehmen, über unsere städtischen Kapazitäten hinaus anschauen, ob wir auch mit privaten Firmen zusammen Dinge schneller umsetzen können. Wir haben in der Vergangenheit beispielsweise vor noch gar nicht allzu langer Zeit 4 Schulen im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft umgesetzt. Das war wirtschaftlicher und im Zeitplan. Wir haben die Diskussion gehabt damals, wie weit ist das, aber ich habe immer gesagt, auch bei solchen Partnerschaften, es ist auch, wenn die Stadt einen Auftrag vergibt, nicht die Bildungsdezernent oder der Kämmerer, der die Spachtel führt und die Schule baut, es sind private Firmen, die bauen. Und warum dann nicht Konzepte nochmal aufstellen, neben unseren eigenen Kapazitäten, private Kapazitäten mit an Bord nehmen, damit wir tatsächlich schneller in die Umsetzung kommen, sonst beklagen wir diesen Zustand noch die nächsten 10 Jahre und die Schulgeneration wächst weiter durch. Deswegen sowohl für Kitas wie für Schulen, und da können wir uns auch beispielsweise, da müssen wir gar nicht völlig in den privaten Bereich gehen, da kann eine ABG mit ihrer Tochter FAG auch eine Möglichkeit sein, zusätzlich neben unserem eigenen Amt für Bauen und Immobilien solche Schulprojekte jetzt schneller umzusetzen, damit wir nach vorne kommen. Und letztes dazu, es gehört aber genauso auch, ich sprach vorhin von Bonner Mees Ost und Eschbachtal, wenn dort der Bebauungsplan nicht fertig gemacht wird, dann wird die Grundschule und das Gymnasium, was dafür vorgesehen ist, nicht gebaut. Wir haben seit Jahren jetzt das sogenannte Gymnasium Nord als Interimslösung in Westhausen, 14 Kilometer entfernt. Und das ist genau im Moment die Situation und davon müssen wir weg. Also mehr Initiative, mehr Organisation in den richtigen Strukturen und auch die Unterstützung von privater Seite, damit wir ins Bauen von Kitas und Schulen reinkommen. Und auch die Sanierung gehört dazu. Gut. Nein, unsere Frankfurter nicht. Man kann jetzt nicht Autobahnprojekte, die zum Teil sind mit den... ich rede jetzt von den 4 Schulen, ich rede nicht vom Bildungszentrum Ostend, ich rede von den 4 Schulen, die wir im Rahmen der öffentlich-privaten Partnerschaft gemacht haben. Aber wenn ich keine privaten mit dabei haben will, dann kann ich Ihnen auch nicht sagen, wie wir es in den jetzigen Strukturen viel schneller hinbekommen. Und deswegen, es braucht beides, staatliches Engagement, aber auch die Hereinnahme von Privaten. Und nochmal, es sind auch private Baufirmen, die die Schulen bauen werden. Und insofern ist ja das keine ideologische Frage für mich. Deswegen sage ich, eigene Ressourcen einsetzen. Und solange wir die Dinge nicht gebaut haben und saniert haben, zumindest eine Chance, dass wir auch über das Engagement von Dritten offener reden, als nur zu sagen, das geht nicht. Und da möchte ich da stärker auch hinein, damit wir tatsächlich sanieren und neu bauen. Gut. Daniela, jetzt aus Sicht der Linken, es hat ja in der Tat vor einiger Zeit diese Zusammenlegung gegeben, Bauen und Bildung. Mit der Hoffnung, dass sich dadurch ja endlich auch ein bisschen was beschleunigt. Ist das eigentlich eingetreten?
Was ich nicht mehr hören will, ist, wer ist woran schuld gewesen. Ich will, dass jetzt Sachen abgearbeitet werden. Also wir haben einen Sanierungsstau im Schulbau, der ist nicht mehr feierlich. Wir haben einige Viertel, da ist die Schule das marodeste Gebäude im Viertel. Also das ist ganz klar. Und das ist was wir unseren Schülerinnen und Schülern nicht antun können. Und diese Containergeneration haben wir schon in manchen Stadtteilen. Also brauchen wir uns auch nichts vorzumachen. Ich glaube, dass es Sinn macht, das zusammenzulegen, und ich glaube, dass Silvia Weber echt auch keine leichte Aufgabe übernommen hat an der Stelle. Was wir aber feststellen ist, dass das Personal fehlt, um umzusetzen. Also es fehlen Planerinnen und Planer und diejenigen, die halt die entsprechenden Projekte auf den Weg so bringen, dass man dann tatsächlich auch in die Umsetzung kommt. Und das ist was ich überhaupt nicht verstehe, warum wir dieses Problem offensichtlich viel zu spät erkannt haben an der Stelle. Und wir brauchen jetzt gute Lösungen. Ich halte nichts von PPP-Projekten. Ich bin der Meinung, dass das Aufgaben sind, die weiter in der öffentlichen Hand bleiben müssen. Wir haben auch die Verantwortung für die Schulen und was damit geht, wird. Aber wir müssen die Ämter und die entsprechenden Strukturen so aufstellen, dass sie jetzt wirklich effizient ins Abarbeiten kommen. Das heißt, wir müssen dort auch Bereiche schaffen, die total attraktiv sind für Menschen, dass sie gerne dort arbeiten wollen. Das ist ein großer Punkt. Noch ein kleiner Nachsatz zu Die Linke und immer alles für umsonst und Nulltarif und sowas. Washington D.C. hat gerade verkündet, dass sie die Busse kostenfrei machen. Ich fand das eine großartige Nachrichtung. Also es ist nicht total provinziell und nur irgendwie ein linkes Hirngespinst. Wir sind gerade in einer Bewegung wirklich zu sagen, wenn wir Verkehrswende wollen, wenn wir die sozial gerecht ausgestalten wollen, dann müssen wir da tatsächlich auch über das Kostenargument an der Stelle sprechen und das Nulltarif. Das ist eine gute Idee. Ich sage nur jetzt mal zwischendurch, liebe Freundinnen und Freunde des Club Voltaire, ich muss auch mal so ein bisschen an die Gesundheit und das Schlafbedürfnis, vor allen Dingen das Schlafbedürfnis der Kandidatinnen und Kandidaten denken, ja. Aber ich würde sagen, wir schließen mal diese Bildungsrunde noch ab und dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Wir sind nämlich jetzt schon seit immerhin, naja, 2,5 Stunden zugange, Frau Rottmann. Also die ganz große Frage des Sanierungsstaus. Also soweit ich das von außen mehr angucken kann, das Thema haben wir lange, weil auch viel, muss man echt sagen, auf den Bildungsbereich zukam. Erst Ausbau U3, dann Anspruch auf den Kindergartenplatz und so weiter. Wir haben viel, viel, viel gebaut und trotzdem sind wir nicht zufrieden. Was ich gesehen habe, was sich verändert hat, ist, es gab tatsächlich in den Zeiten der gescholtenen Vorgängerinnen, der aktuellen Bildungsdezernentin, mehr Transparenz. Es gab wirklich Projektpläne, was ist in welcher Schule wann vorgesehen, was haben wir da vor. Und jetzt kann man sagen, gut, ist ja wurscht, ob das im Internet steht oder nicht. Also mal abgesehen davon, dass die Schulgemeinden darüber nicht glücklich sind, dass es diese Transparenz nicht mehr gibt, ist es für mich ein Zeichen fehlender Prioritätensetzung. Also Verwaltungsmodernisierung bedeutet ja mehr als ich besetze Stellen und ich gebe denen Geld und dann tun die irgendwas. Eine moderne Verwaltung weiß auch, dass die politische Führung ihr klare Prioritäten setzt, dass eine politische Führung hinter der Verwaltung steht, wenn es zum Beispiel um Grundstücksentscheidungen geht, um Ausweichstandorte. Da hüpft nicht jeder Ortsbeirat vor Freude in die Höhe. Dann muss man mal sagen, müssen wir aber machen, weil wir eine Verpflichtung bei der Schulgemeinde gegenüber haben und den Kindern, dass wir vorankommen. So, und daran scheint, es ist mein Eindruck von außen, fehlt es. Es ist nicht nur die Besetzung der Stellen. Und ich war vor 3 Wochen, 4 Wochen, weiß nicht mehr genau, in unserer Partnerstadt Lyon. Da hat vor 2 Jahren ein neuer Oberbürgermeister das Rathaus übernommen. Und der hat gesagt, ich habe das genauso vorgefunden. Containerdörfer, die schon sozusagen eingegrünt waren, wo man schon gar nicht mehr wusste, dass das eigentlich gar nicht die eigentliche Schule ist. Und ich konnte in 2 Jahren was verändern, weil ich gesagt habe, das sind die Prioritäten und die Priorität ist das täglich Brot, nämlich die Bildung. Und ich konnte das Tempo erhöhen und darum geht es. Gut, Herr Pürsün. Transparenz ist ja Ihr Stichwort. Genau, Transparenz ist wieder gefallen und daran mangelt es auch in 2 Ebenen. Also erstmal muss man sagen, die Situation der Schulen, auch der Kinderspielplätze in Frankfurt ist eine Katastrophe. Und also wir können auch als Politik und natürlich insgesamt auch als Gesellschaft den jungen Menschen nicht erklären, wenn Bildung so wichtig ist, warum die Gebäude in dem Zustand sind. Wir sind ein Land quasi ohne Rohstoffe.
Und der wichtigste Rohstoff, den wir haben, ist Bildung. Bildung ermöglicht auch den Aufstieg von Menschen, die vielleicht erst vor kurzem nach Deutschland gekommen sind und ihnen auch ihre Wünsche und Träume zu erfüllen. So, woran mangelt es an Transparenz? Das Erste ist, dass die Kinder, die Eltern und natürlich auch die Schulgemeinde praktisch keine Ahnung hat, wann was ansteht. Und wenn etwas verkündet wurde, wann es umgesetzt wird oder wenn es nicht umgesetzt wird, warum es nicht umgesetzt wird. Und die zweite Transparenz, die nach innen quasi im Rathaus, wo es da mangelt, ist, woran liegt es eigentlich? Im Haushalt steht das Geld drin. Es mangelt nicht an Geld. Mehr Euros würden nichts verändern, wir müssen die Strukturen verändern. Wir haben der vorherige Magistrat hat ein neues Amt geschaffen. Das Amt ist aber nicht so sehr bestückt, dass es funktionieren kann. Das heißt, unsere Erwartungen an das Amt sind viel größer als das, was das Amt leisten kann. Es wäre unfair, die Menschen, die dort arbeiten, dafür verantwortlich zu machen. Ich will nicht zu viele Geheimnisse verraten, aber ich sage mal, als Oberbürgermeister würde ich mit der zuständigen Dezernentin mal sprechen und fragen, was braucht es, damit wir das besser hinbekommen. Es muss unser Anspruch sein, dass die Schulen in einen besseren Zustand kommen. Dazu gehören auch die Turnhallen und auch die sanitären Einrichtungen. Das ist eine Katastrophe, aber gemeinsam mit den Schulgemeinden und allen Menschen und das auch alles transparenter machen, als es bislang läuft. Also es geht um das geheimnisvolle Amt für Bauen und Immobilien, ABI genannt. Jetzt hat der Gerd noch einen Schlusskommentar aus dem Internet. Gerd, bitte. Ja, ja, das ist so, kann man sozusagen dann so stehen lassen, wie es hier gesagt worden ist, zu dem Thema auch. Es ist seit Jahrzehnten das gleiche Elend. Die bundesdeutschen Ausgaben für die Bildung liegen unter dem OECD-Durchschnitt und Hessen unter dem Bundesdurchschnitt, was sich natürlich auch auf Frankfurts Schulen auswirkt. Gut, dem kann man gar nicht widersprechen. Gell? Meine Damen und Herren, dann darf ich mich ganz herzlich bedanken bei unseren tapferen vier. Ja. Also ich glaube, wir haben Ihnen heute Abend ein bisschen Anschauungsmaterial geliefert. Ich kann nur sagen, wählen gehen. Ne? Ja. Einen schönen Abend noch. Danke. Danke.